So, so, so. Und heidi ho, meine Lieben. Da sind wir wieder. Wir zocken genau an der Stelle weiter, mehr oder weniger, wo wir gestern aufgehört haben. Die Boys haben natürlich schon ein bisschen weiter gespielt heute. Nicht wahr, Boys? Ja, ja, ein bisschen, ein bisschen. Ja. Sonst hoffen wir euch jetzt gut da draußen und wir machen hier gleich weiter. Das Spiel macht auf jeden Fall gut Spaß. Hatten wir eigentlich auch so ein Band hergestellt, Paldorus? Ja, ist glaube ich noch in der Mache. Musst du mal gucken. Ja, ich sehe es gerade. So. Ist deine Dream überhaupt gut? Oder hat die nur negative Sachen? Redest du jetzt mit mir? Ja. Naja, du levelst sie jetzt halt permanent mit hoch und macht halt wenig Sinn, wenn du so später nochmal wechselst. Nee, sieht gut aus. Was jetzt hier? Oder? Nö. Halt ja alle schick. Genau, und links siehst du ja hier Düsterbälle und so ein Quark. Genau. Das sind halt die Fähigkeiten. Genau, der Düsterball macht halt. Kannst du auch tauschen, wenn du draufklickst? Aber ich glaube, du hast noch nicht so viel. Nee, nee. Die ist erst bloß der Düsterball und Giftschuss. Ach, stell dich das Band da gleich an. Ja, cool. Ja. Ach, alle Klärchen oder welche? Schaut's dir mal den anderen aus, die ich mit bei habe. Zurück, Escape, ja. Okay, die Katze ist ein Hitzkopf und ist ein Angsthase. Die andere. Voilà. Angsthase, Dynamo. Elektroangriffsschaden plus 10. Ah, dafür Erdschaden minus 10. Ah, okay. Ja, musst du aber gucken, manchmal sind sinnlose Sachen drauf. Also Erdschaden minus 10 macht schon Sinn. Aber das Viech macht eigentlich kein Elektroschaden. Nee, es kann vielleicht Fähigkeiten bekommen mit Elektroschaden, das weiß ich nicht. Aber ich hatte zum Beispiel auch schon auf ein Viech plus 25% Bergbau. Ah, okay. Und der konnte gar keinen, der hatte keinen Bergbau drin als Fähigkeit. So. Deswegen vermute ich mal, dass das nicht so richtig. Kannst du mir sonst noch irgendwas Cooles herstellen? Nee, ne? Ich hab nur noch den Standard-Scheiß halt. Ich bin ja noch nicht so high-level. Dann muss das mal Level 9 füllen. Oh, ist der Bogen besser als meiner? Nee. Dann lesen wir mal durch. Ich hab Feuerbogen. Ja, was steht bei dem anderen Bogen? Ach, 3 Schuss. Das heißt, der macht 3x 40 Schaden oder was? Das geht durch. Drei Pfeile gleichzeitig verschießen lassen. Also pro Sekunde jedoch. Ja, okay. Ja, cool, mache ich 2 Bögen. Hier geht wirklich sowas mit dem Loch nicht rein. Ne? Ja. Na Judith. Oh, ich sterb grad. Ein Schild hat die alle schon, war? Ja, ein Schild und ein Gleiter habe ich schon. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hab grad gar nicht drauf geachtet. Es gibt doch auch keinen Sound, dass man stirbt, oder? Also der Bildschirm wird rot an den Rändern, aber sonst. Aber man sieht immer noch nicht alle Viecher, wenn alle hier drin sind, oder? Oder habt ihr alle anderen bei euch mit dem Team? Also du siehst nur deine, die du erstmal gefangen hast, alle. Unsere siehst du gar nicht. Du siehst nur unsere gemeinsamen, die da unten sind. Ja, okay. Achso, da könntest du mal wieder einen reinsetzen. Mach mal eventuell einen Huhn. Alter, die buggen bei uns zusammen. Irgendwas klingt gerade hier seltsam. Ja, wenn die genau 1:1 die gleiche Route laufen wollen, dann buggen die halt ineinander. Blitzschnell, okay. War nur sehr froh, dass es gerade nicht allzu nervig ist. Großkotz. Achso, wenn du F drückst, dann machst du das Ding groß und dann kannst du das durchlesen. Ungeschickt. Ungeschickt? Nee. Unbelastbar, aber ist ein cooler Typ. Also ist faul wie Schmidts Katze, aber er ist einfach cool. Flink. Genügsam. Oh, der hier ist schlecht. Der hat der nur Minus. Cool.
Also das Schaf ist ganz cool. Workaholic, volle Möhre nach oben. Und hier habe ich noch ein Vieh, was blitzschnell ist. Ein Kremis, oder wie die heißen. Aber ist egal, ich habe erstmal die bei. Wir wollen ja eh neue fangen. Kann ich die eigentlich auch umbenennen im Team? Ja. Bei Team, dann draufklicken. Und dann oben. Wie nenne ich's denn? Irgendwas Lustiges fällt mir jetzt spontan nicht ein. Ah, ich hab eine Idee. Ah, David, du musst mal in dein Team reingehen und dann einfach mal nur drüber hammern. Von Bild zu Bild. Die Geräusche, ja. Ja, bei der Katze. Ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich 5 von denen im Inventar hatte. Ja, also. Das können sie ruhig so drin lassen. Ja, dieses Miau ist schon ganz cool. Okay. Das ist ein männlicher Hitzkopf. Ey, wo ist mein Viech eigentlich vom Arbeitsplatz? Hat es überhaupt richtig geschrieben? Aber das ist auch egal. Das ist wieder ein Mädchen. Ach Quatsch. Was hat man gesehen? Der war nur Spaß. Kann ich auch was? Nee, das ist ein Mädchen. Das war auch ein Junge. Gut. Wollten wir nachgucken. Wie nenne ich dann? So, ich bin mal ganz kurz weg, ja? Nö. Hab meine Viecher umbenannt. Der Workaholic von mir, der hier rumrennt. Da. Terminator, du machst das schön. Leisig, er das macht, aber. Aber ich tausche nochmal gegen den. Na Judith, sonst haben wir alles. Also könnten wir, müssen wir jetzt hier noch irgendwas groß machen oder wollten wir mal irgendwo wieder hin? Na, Pfeile und so ein Quatsch solltest du haben, Essen. Ach, solltest reichen du 18? Haben. 18? 18? Mhm. Je nachdem, mit was du angreifst, aber eigentlich nicht. Okay. Ist ja auch so gut, dass Pfeile nicht ewig dauern, hier herzustellen. Ja, deswegen lasse ich meinen Typen immer nebenbei das machen. Ja, muss mich halt erst dran gewöhnen. Ihr habt ja schon ein bisschen länger gespielt als ich. Ansonsten Sachen am besten nochmal reparieren an der Werkbank. Das ist eine hervorragende Idee. Na, Rüstung nicht vergessen reparieren. Oh, wir haben keinen Stoff mehr. Wir müssen mal Stoff wieder herstellen. Also die, die Bäume fällen, müssten doch eigentlich auch Stoff produzieren. Okay, da ist gar nichts. Alter, ich habe hinten an der Werkbank auch schon Pfeile gemacht. So, hinten an der Werkbank? Hier. Ah, okay. Hab immer ein paar genommen. Geht halt jetzt bei 42.
sollte passen, sonst haben wir ja noch ein Bekie hier. Bestellt gerade Stoff her, David, oder was? Ja. Da sind eigentlich meine anderen Truppen da drin. Hier sind auch noch 93 Pfeile drin. Ja. Da haben wir hier noch irgendwo welche drin. Ne, Pokebälle musst du, glaube ich, herstellen. Menü. Das sind Portballbälle erstmal, oder? Ja, Jusen. Sorry. Ich weiß, aber auch wenn ich das, auch wenn ich den Fehler mache, ihr müsst mich immer darauf hinweisen. Es sind Portballbälle. Dann sag halt nur Bälle. Besser. Ja. Ja. Okay, haben wir noch irgendwo eine Werkbank? Draußen, ja. Hier, links. Ah, okay, die ist nicht besetzt. Gut. Genau, die kannst du nehmen. So mit Ohr. Oh, 16 sollte erreichen. Hey, Dustin. Hat was von Fortnite, ja, so von der Optik her, wie die Welt aussieht, so stimmt es schon. Ja, stimmt, auch die Charakter, ja, hat er recht, hat er recht. Und sonst halt mit Pokémon gemischt, ne? Ich meine, die Viecher sehen denen ja ganz schön ähnlich. Ich habe jetzt auch schon öfters gelesen, dass sich da Leute drüber beschweren oder dass vielleicht jetzt auch eine große Klage kommt, weil sich manche zu ähnlich sehen und bla. Und mir auch so denke, also Scheiß. Ja, David hatte mir was geschickt, dass es so eine Art Pokémon-Edition von diesem Game gibt. Genau, dass es da eine Mod gibt, wo man schon Ash sich machen kann und dann die richtigen Pokémon werden. Genau, auch Misty und Rocko. Ja. Ja. Ah, das sollte man vielleicht nicht streamen, ich glaube, das können sie. Ja. Naja, würde ich auch nicht. Ich lasse das Spiel so, wie es ist. Natürlich nur, was wir sonst ab und an mal machen, sind Mods halt, die Lifehacks sind, also wo die uns das Arbeiten vereinfachen oder mehr Platz in den Truhen. Oh, heute Abend darfst du zocken. Schön. Dann kauf dir das Spiel, lad's dir runter, die 16 GB und komm da drin. Das wär eine Maßnahme, ja. Ne? Also, das ist keine schlechte Idee, Pyros, muss ich sagen. Hätte ich jetzt alle hergestellt, ich kann hier mal weg. Man muss auch schon mitnehmen, ne? So, Pokebälle, Heiko. Was für Bälle? Fangbälle, hab ich auch. Achso. Portball. Merkt ihr einfach nur Portball? Nee, das hört sich scheiße an. Das hört sich an wie PayPal oder sowas. So heißen die Dinger, Paul. Das ist Paul World. Hüsen, siehst du, wie mein Vieh heißt? Nee, wa? Nee. Nee. Nee, das ist ja, glaube ich, nicht. Du siehst doch nicht, wie mein Vieh heißt, oder? Das ist Usirella. Der Geist jetzt, oder was? Ja. Und meine Katze hier hinten, die am Werkeln ist, ist Dynamo Dildo S. Dynamo Dildo S, okay. Er ist dynamisch, deswegen habe ich gedacht, kombinieren wir das doch einfach. Alter, ganz ehrlich, brillant. Mhm. Und weil er der Lord ist, darf der da hinten der Dildo bleiben. Ne, Mr. Swaggins? Dann hast du einen dynamischen Dildo. Viel Spaß, ne? Welches Pokémon war das nochmal? Der hier. Jetzt ist er reingerannt. Die Katze. David? Ja, David, die Katze und Jusen, der Geist. Wäre es für dich okay, wenn wir vielleicht erstmal hier einen Huhn wegnehmen würden und vielleicht Pyler noch so ein Eisvieh reinmacht, weil der Kühlschrank ist nie gekühlt. Der Kühlschrank ist nie gekühlt. Es wird immer Kühlung benötigt. Und wenn ich da Essen reinlege, verdirbt es genauso wie mein Backpack. Hm. Was soll ich denn rausnehmen? Kannst du abbauen und woanders hinstellen? Aber der Einzige, der nicht arbeitet, ist eh ein Pinguin gerade und diese Erdvieh. Ja, das Problem ist, dass die halt auch noch... Ja, aber die machen halt nur noch ein paar andere Sachen, Pyderus. Das ist es ja. So, dann lass ich's halt. Aber deswegen meine ich ja, wenn wir nur einen Pinguin mehr machen würden, vielleicht hilft das. Ja, oder ich baue das Ding nochmal ab, vielleicht steht das kacke, dass die da nicht rankommen. Okay, probier es, aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Jetzt mach ich erstmal Aufwärmtraining und Sonnenuntergang. Keine Ausdauer mehr.
denn letztes Mal so cool nach hinten gesprungen? Hast du Pfeiler, Holz und Steine, müssen wir uns jetzt erstmal auch nicht kümmern. Aber more als enough. Seitwärts und so geht, aber ich bin gestern auch rückwärts gehüpft. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Nicht so, sondern sie hat so Rückwärtssalto gemacht. Keine Ahnung, oder war das ein Grafikfehler? Ich weiß nicht. Oder ist das, wenn man Sprinten drückt, mit dazu, dass ich irgendwie abgerutscht bin? Keine Ahnung, wie du diesen Salto gemacht hast. Wieso, Doni? Sonst muss ich nochmal reingucken. Ich muss die Folgen ja eh, würde ich eh morgen schneiden. Weiß aber nicht, ob morgen schon die erste Folge von dem Stream gestern kommen wird. Spätestens übermorgen, also am Donnerstag. Digga, du quälst ihn, Alter. Der wollte gerade fressen. Du nimmst ihn und wirfst ihn gegen den Kühlschrank. Das ist. Und also, deine Erziehungsmaßnahmen sind auf jeden Fall zu wünschen. Der hat ja zum Glück noch keine Kinder. Anders lernen sie es nicht. Du lässt ihn gerade am Fressen. David nimmt ihn und wirft ihn gegen den Kühlschrank, Alter, richtig frech. Ja, er soll kühlen, Mensch. Ja, aber er macht das nicht, er bewässert erstmal. Deswegen meine ich ja, ich glaube, ein Pinguin mehr oder ist es schon? Nee. Na, nimm einen Huhn raus und pack einen Pinguin rein. Oh, Pilot. Na, ich habe keine Pinguine mehr, aber Pilot hat noch ein paar. Guck mal bei den Pinguinen, ob da einer mit Kühlung auch am Stüssel ist. Aber eigentlich machen die alle Kühlung, denke ich. Aber kein Paulens oder so. Was ist denn Kühlung? Na, unbelastbar wird uns nichts bringen und nur ungeschickt habe ich. Unbelastbar und ungeschickt. Die haben auch ungeschickt, weiß nicht. Listen beide Dinger mal durch und entscheide. Vielleicht ist eine genau. Aufkam. Dann müsst ihr F drücken. Arbeitstempo minus 10 ist ungeschickt. Okay, das geht aber noch. Und das andere. Ich dachte, der ist hier und da mal so Loot fallen. Verteidigung so minus 10 ist unbelastbar. Naja, Verteidigung brauchen wir nicht, dann nimmst du über den. Und ein cooler Typ ist er auch. Was macht ein cooler Typ? Feuerschaden minus 10. Gut. Okay. Ist auch ein cooler Typ, ne? Voll komisch, müsste eigentlich auch rot sein. Also eine positive Attacke finde ich das nicht. Er kriegt Wasser weniger. Ach so, oh, okay. Also den coolen Typen, ja? Und gegen wen? Gegen irgendeinen so Gockel. Einen schlechten Gockel. Nein. Beide genau das gleiche mit negativ. Dann nehmen wir den Low-Level raus. Lass mal den anderen weiterwirken. Und den dafür rein. Ja. Nee, so, kümmerst du dich um die Kühlung, Dicker? Weil ich vorhin noch sagen wollte, bei mir, Leute, würdet jetzt auf jeden Fall recht viel Content hier von jedem. Weil wir das bestimmt erstmal auch noch eine ganze Weile spielen werden. Und ich versuche diesmal recht schnell alle draus zu bringen, also dass nur ein paar Tage zwischen sind. Weil der Schachschaulin die nächsten, ich glaube, 2 Wochen die Baldur's Gate-Folgen wieder übernimmt. Passt echt super. Noch so viele andere Sachen, die ich euch eigentlich zeigen muss. Den Beef zwischen Yusen und mir, den Mini-Beef, den wir gemacht haben, müsste ich noch rausbringen. Vulkanoids habe ich schon einen neuen Stream mit den Jungs gemacht, vorletzte Woche. Da müsste ich eigentlich auch schneiden. Aber also bleibt gespannt, es wird nicht langweilig bei S&G präsentiert. Ja. So, wollen wir irgendwann mal los? Weil sonst ja, ist jetzt los. Dunkel. Es ist jetzt dunkel, ich würde jetzt vielleicht noch ein bisschen warten. Boah, ich habe jetzt schon eine ganze Weile kein Nitro mehr getrunken. Oh. Schmeckt immer noch lecker. Der Energy Drink. Mhm. Von der Farbe her sieht's aus wie echtes Nitro. Wie echtes Urin, sagst du, ja? Naja, sollte man auch nicht so oft trinken. Ich trinke dann auch lieber mal ab und an mal von Level ab. Oh, okay. Oder Holy. Oder halt sieht er mich auch recht häufig mal Cola trinken. Wo ich auch mal eher mit aufhören sollte. Du trinkst Cola. Ja, da schmeckt doch dein Jackie gar nicht mehr. Ja, da muss ich mir halt was überlegen, ne? Kann mir auch hellen Jackie kaufen. Und das mit Saft oder was lässt ich nicht trinken, wenn ich mal Lust habe. Weil man sieht ja nicht, ob Cola drin ist, ob Alkohol drin ist oder nicht. Ist nicht jedes Mal Alkohol drin, kann ich euch versichern. Aber ich gönne mir ab und an ja doch öfter mal meine 2-3 Drinks hier beim Zocken. Aber naja, wir kommen mal wieder zum Thema gute Jahresvorsätze, ne? Habt ihr gute Jahresvorsätze immer? Außer die Klassiker, Jungs?
Habe ich ja, aber ganz kurz, wo sind die Pfeile? Die 94 hier. Pfeile gewesen? 51 sind es. Den Rest habe ich genommen. Hier, David. Juden. Die schlafen sie alle. Das ist das Gebäude bis dahin wieder abgerissen, ja, wo es keinen Sinn mehr macht. Ah, also wurde es doch abgerissen, okay. Du hast doch recht gehabt, David. Ich hab's nicht abgerissen. Ja, dann wurden wir in der Nacht geraided. Oder es liegt daran, dass die Strukturen außerhalb waren, das weiß ich nicht. Das kann auch gut sein, ja. Weil alle anderen sind zumindest ein Stückchen drin und deswegen ja, steht's noch. Hier waren keine Wände, oder Peiler, wo ich gerade langlaufe? Hier waren keine Wände, ne? Doch. Das war offen. Das war der große Eingang. Bis hier, ungefähr wo ich stehe, war alles voll noch. Ja, ja, aber hier vorne waren keine Wände dran, das war der große Eingang. Genau, das war der Eingang, genau. Ab hier gingen dann wieder die Wände los. Deswegen kann sein, alles was außerhalb ist, dass es nach dem Tag weg ist. Okay. Oh ja, dann wissen wir das jetzt auch. Auch für den Chat, was ihr das Game zockt, so anscheinend kann es außerhalb des Bereichs weggebeamt werden. Genau. Kann man ansonsten auch hocken, es gibt Leute? Halt. Ja. Anzuschleichen? Ah, cool, es bleibt dann auch gleich da. Cool. Mit C? Ah, C, alles ja. Klar. Du musst es nicht gedrückt halten, dann bleibt gleich so schnell. Das würde ich vielleicht auch umstellen beim Herstellen. Wäre auch gut, wenn man es nicht gedrückt halten müsste. Nee, das geht leider nicht. Dustin also sagt, er sieht sich nachher bei Golfit. Oh, okay. Gegen Runde Golfit später hätte ich nichts, aber kann dir nicht sagen, was später ist. Na, später heißt wahrscheinlich irgendwann gegen nach 23 Uhr, oder? Falls du länger machen darfst. Ja, aber mein Frauchen ist dann noch unterwegs. Dann nach der Arbeit noch einkaufen gegangen, dann war sie noch unsere Gartenstreunerkatze füttern. Musste, glaube ich, noch was für Arbeit holen und jetzt müsste sie mal bei Iron sitzen. Ah, die machen heute einen Iron Day. Genau. Ich glaube, weiß aber nicht, ob Lisa. Ich glaube, deswegen war Lisa auch nochmal einkaufen. Die wollten noch Nudelauflauf selber machen und Iron hat, glaube ich, noch nicht meinen Nudelschinkenauflauf gegessen, ohne Tüte und so. Und den wollte Lisa mal probieren. Die mussten aber was ändern. Ich mache da halt Tomatenmark mit drin, was ja eigentlich bei Tüte nicht mit bei ist. Und Iron ist ja allergisch auf Tomaten und da wäre es besser, wenn wir die Tomaten weglassen. Weil ich auch gesagt habe, musst du das mit irgendwas ersetzen oder muss halt beim. Restlichen Würzen ein bisschen aufpassen. Erst recht die kleine Prise Muskat, die ich immer ranmache, wenn sie da zwei ranmacht. Aua. So, let's go. Wir teleportieren uns. Peiler, okay. Mach mal auf, damit ich sehen kann, wo wir hin können. 21, 15. Hallo, klar, Digi. Ja, müssen wir nachher gucken, ob wir noch ein Ründchen spielen. Ja, gut. Na, dann da oben hin teleportieren. Da? Da bei dem grünen Viech. Du meinst da, wo schon ein Charakter ist? Hier sind gleich zwei Lamas. Ja, gut für euch. Kann ich mich nicht einfach so dahin porten? Bin ich gerade zu dem. Nee, du musst an den Kasten gehen und dann C drücken. Eine Leuchte. Alter, was ist denn dieses fliegende Ding? Alter, ist ja auch geil. Ich schon einen Tombard, also einen weggeschmissen. Ein Tombard, ja. Achso, stellt mal eure Viecher vielleicht nicht auf Schaden machen. Das ist zwar Level 12, aber. Wie geht das nochmal? Mit Pfeil und Bogen 4 gedrückt halten und dann Angriff einstellen. 4? Die Zahl 4, oder? Ja. Alter, ist das dunkel. Befehl einstellen darfst du, ja? Was ist das für einer? Ah, nicht mehr drauf schießen. Ich wollte gerade Pokéball werfen. Es läuft einfach nur hin und her. Ah, nee. Jetzt nur auf Boxen? Nein, nicht mehr drauf schießen. Nicht mehr drauf schießen. Achso, ja, wenn er mit der ist wieder rausgekommen, ne? Alter Falter! Der ist wohl nicht so einfach zu fangen. Für den brauchen wir wohl einen besseren Ball, oder was? So, das kann wohl wirklich sein. Ja, brauchen wir. Der hat immer nur von 30 und kommt gleich wieder raus. Das macht keinen Sinn. Oder halt irgendwas wie Einschläfern oder so, wenn wir ein Monster hätten, was sowas kann. Oder festhalten. Ja, das können wir. Also. Hm.
Mann, ich will's doch nur mit der Fackel hauen, das macht nicht viel Schaden. So. Aber ich glaube, mehr können wir jetzt wirklich nicht machen, oder? Also dass du von hinten treffen ist noch. Ich hab ihn, Leute! Achso, ein paar Yusi neben mir. Ja, ja. So, jetzt muss ich mich erstmal kurz wieder heilen, Freunde. War ja schon wieder ein Act. Also geht's doch, wenn man so vorsichtig weit runterhaut. Oh, ein Bambi. Irgendwas zwischen Reh und Alpaka oder Lama. Gut, den müssen wir auch fangen, okay? Wen willst du fangen, die Eule? Ne, die Alpakas. Oh, okay. Schon rechts um die Ecke gelaufen, Jose. Ja, aber es rennt ja die ganze Zeit. Also ich hab mir noch gar nicht meinen Bogen reingelegt. Tauschen wir mal gegen die Fackel, ist er jetzt hell. Oh, cool. Hatte gerade eine Teepose. Hä? Null Pfeile? Wo ist denn mein Stern hier? Mann, ey. Die Pfeile für den drei Schuss. Ne? Oh, warte, 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 warte. Okay, hab ich. Oh. Das ist 14 Schuss. Alles klar. Ja. Mal 3. Hä? Ich wollte mein anderes 4 eigentlich noch rufen. Damit mein Dream Team hier doppelt vorhanden ist. Einmal als Mensch oder was wir uns hier beschreiben wollen. So. Geht's da bei dir weiter, David? Ja, kommt mal zu mir. Ja, komm. Bleib mal hier bei mir stehen. So, warte mal, ich muss mal mit 4. Die Befehle gelten für alle, ne? Wenn man mit mehreren hier rumrennt. Wo ist mein Viech? Oh, der ist, kommt da hinten bei der Büste. Oh. Heilt der uns oder was? Habt ihr Leben dazu bekommen? Ich, nee. Weiß ich nicht. Nee, ich habe jetzt gerade nicht. Aber es hat, glaube ich, gerade grün aufgeblinkt, deswegen. Ja, nee, das war ich. Dann heilt es leider nur mich. Aber der Elefant kann heilen. Oh, cool. Oh, der hat uns mit Wasser begossen. Das ist dich mit Wasser. Während du unter deinem Handtuch bist. Ich meine, was dann im Spiel halt echt cool ist, du hast die ganzen Standard-Survival-Mechaniken drin, ne? So mehr oder weniger. Hast ein Level-System für dich selbst als Charakter und dann halt der typische wie bei, das, was ich gar nicht aussprechen darf, dank Usen, was auch mit P anfängt. Dass du halt die Monster fangen und leveln kannst und dass die dann wirklich noch Arbeit machen, also so wie es in Pokémon in der Zeichentrickserie war, sag ich mal. Finde ich halt mega. Verstehe auch nicht, warum, warum die Macher das nicht. Das nicht machen. So wie hier. Ich glaube, bei Ark zum Beispiel kannst du es ja auch so machen. Ja, stimmt. Klar, bei Ark. Aber warum halt die Pokémon-Macher das nicht so gemacht haben? Achso, zum Leveln solltet ihr die Fang nicht töten. Ja, ich will sie ja nicht töten. Achso, dafür tötest du sie alle. Hey, er rennt weg. Ich will sie ja nicht töten. Oh, Alpakos. Okay. Fangen wir erstmal Sachen, die wir noch nicht so haben. Oh, oder? So ein Feuervieh würde mich auch nochmal interessieren. Also Alpakas erstmal das? Oder Feuervieh? Na, ist männlich und weiblich. Also wenn wir beides haben, ist das schon mal gut. Ich nehme das Rechte. Wenn ich mal rankomme und es aufhört von mir wegzurennen. Boah, hier!
Hier ist 11. Na, erstmal hier das Portal nehmen, würde ich sagen. Ja. Aber es ist. Vielleicht Fortnite war vorhin nicht so das gute Beispiel. Also Breath of the Wild ist eigentlich das bessere Beispiel, finde ich. Von der Grafik und Optik und viel haben die sich da abgeguckt. Aber du meintest ja, David, das ist die gleiche Engine, ne? Das ist die gleiche Engine, ja. Merkt man doch, wie er sich alles einblendet. Neues Areal, wenn ihr die Checkpoints benutzt oder die Sounds sind fast ähnlich. Also ähnlich. Es dauert ja ewig. Nein, das rennt weg. Jetzt ist es in Angriffslaune hier. Aua! Das hat echt geht. Pass auf, gleich geht. Es ist wieder raus. Da musst du gucken, wenn du das spawnt genauso wieder wie es steht, am besten lauf versuchst, wenn möglich, dahinter. Weißt du? Aua, das würde ich nicht unbedingt haben, warum auch immer. Wartet jetzt von hinten oder hat immer noch Schmeck? Das verdoppelt. Ja. Hey Leute, ich hab noch hier so ein Flugvieh. Kommt mal zu mir. Mann, jetzt hat er sich genau umgedreht. So eine Scheiße. Ich verballer hier so viele Bälle. Na, dann musst du nochmal mit der Hand zuschlagen. Ach, jetzt hat's geklappt. Ich hab ja schon die Axt genommen. Lass mal hier das Eisen mitnehmen. Leute, wie gesagt, hier über uns ist ein Vogelvieh. Vogelvieh. Das war so den länger mit dem Dreierbogen auf Entfernung überhaupt? Ja, länger gedrückt halt macht mehr Schaden. Achso, jetzt hört auf. Dass ich ihn hier losgelassen hab. Müssen wir einmal zuhauen. Nein. Noch nicht. Nee, doch nicht. Boah, ich treffe nicht. Jetzt. Okay, ich hab ihn, glaube ich. Ja. Yes, yes, jo, hast du. Genau, hier ist halt der Turm mit dem Boss. Der Turm? Ah, da. Erstmal schön. Aber meine Rüstung ist beschädigt. Also ich würde nur mal kurz ins Lager meine Rüstung reparieren. Und dann können wir da gerne rein, wenn ihr wollt. Will ich mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten. Dauert ein bisschen. Ich okay, aber halt, wir haben jetzt alles Portals. Genau, und dann hier würde ich jetzt zu dem Schillet laufen. Da war ich nämlich noch nicht. Das ist blau. Quasi müsste auch ein großes Monster eigentlich sein. Nochmal kurz. So ein Halbboss. Ich hab noch die Hälfte, aber ich könnte auch mal. Ich könnte noch ein paar Pfeile wahrscheinlich vertragen. Also ich habe noch 46 Pfeile, falls du welche brauchst. Kann dir gerne die Hälfte davon abgeben. Brauchen wir immer noch diese Viecher mit den großen Geweihen? Was Holz macht? Weil hier sind zwei gerade, wo ich bin. Du kannst auf den reiten, also kannst du welche aussuchen, aber theoretisch brauchen wir erstmal keine. Alter! Ja, aber soll ich dir ein paar Pfeile geben oder nicht? Nee, ich würde jetzt auch zurückgehen und meine Rüstung reparieren. Achso, okay. Ich dachte, wir wollten hier noch ein bisschen erkunden. Dann können wir auch die Lamas fangen, oder? Wir können auch hin und her teleportieren. Ja, aber wenn wir jetzt gerade hier sind. Ja, aber ihr könntet auch ein Lama ausrüsten und alles mögliche, um die zu leveln, weißt du? Also erstmal zurück. Ah ja, okay. Dann gehen wir halt zurück. Und das Schlauste, also theoretisch, wenn du sie fängst, kriegst du eine Ressource, die... kriegst du eine Ressource, die sie droppen, und wenn du sie gefangen hast, kannst du sie im Lager dann quasi mit so einem Fleischermesser schlachten und dann kriegst du die Ressourcen raus. Also kriegst du quasi doppelte Ressourcen, deswegen Pinguine und Co. auch immer mitnehmen. Ach so, wenn ihr im Lager seid, muss ich euch was zeigen. Also ich soll trotzdem in meinem Team immer alle voll dabei haben, auch wenn ich bloß zwei Monster rufen kann, ne? Ja, weil das kommt ja alles in deine Box hier. Was du überfängst. Das ist wie bei Pokémon, ja, klar, wenn du Sachen fängst, kommt Teiler oder wie?
Nee, in deinem Inventar macht ja keinen Sinn, die mitzunehmen, wenn ich sie halt nicht brauche. Weißt du, wie ich meine? Nein, Pala, das ist wie so, als wenn du Pokémon fängst, dann, selbst wenn dein Team voll ist, wird es in deine Box geschickt. Und später kannst du dann aussuchen, welche die besten Effekte und so ein Quatsch haben. Weißt ja, du? Ja, logisch. Aber mir geht es ja darum, welche ich immer mitschleppen muss. Ich brauche doch nicht immer 5 Viecher mitschleppen, wenn ich nur 2 davon brauche, oder doch? Na, du hast einen, der jetzt passiv ist. Und dann hast du später einen, der fliegt, einen, auf den du reiten kannst, genau, einen, der Damage macht. Dem Lama hast du gesagt, kann ich reiten, oder was? Auf dem Lama könntest du reiten, ja. Dann nehme ich es halt weiterhin mit. Weil da braucht man auch einen Sattel für, oder? Genauso viel das Flugvieh. Packe ich den Terminator erstmal. Ja, aber du kannst ja trotzdem schon mal hochleveln und mitnehmen. Weil wenn du alle XP du bekommst, gehen ja auch darauf. Okay, also ich habe. Das war ja meine Frage, ob die XP halt für das ganze Team gilt. Und man deswegen ganze das Team ja alle. Wie ein XP-Teiler. Genau, genau. Gut, danke für die Antwort. 5-mal gefragt. Okay, also ich habe jetzt einen Lama, so einen so ein Flugvieh bei, dann habe ich den Geist, den Feuerfuchs und diese Katze. Ist doch nicht schlecht, oder? Behalte ich erstmal so. Genau. Ja, und dann ja, stimmt, für Bergbau und so ein Quatsch gibt es einen. Es gibt so eine Schildkröte quasi. Die kann gut Steine machen. Eisen. Den Gummos oder was? Nee, das ist keine der hat keinen Bergbau. Aktuell habe ich die Katze bei, weil die Katze dir halt erstens 100%, Quatsch, nicht 100%, 100 Gewicht mehr gibt. Und die kann halt auch Bergbau machen. Aber die ist halt super langsam. So, wir haben bis jetzt nur das Hemd als Rüstung, ne? Wir haben noch nichts Neues entdeckt, oder? Nee, die anderen Kosten, da müssen wir Feuerviecher und sowas machen. Aber wie gesagt, wenn du Feuerviecher fängst, kriegst du eine Gift, eine Feuer. Grüße, ja, ich hab 2, ja. Eine Feuerpfeile. Okay, jetzt haben wir 6 Feuerdrüsen. Ja, da brauchen wir auch mehr für, damit man wirklich die Feuerpfeile und alles richtig nutzen kann. Genau, deswegen kann man die fangen, dann kriegst du eine Drüse und dann zu Hause erlegst du alle und dann kriegst du halt auch nochmal die Sachen raus. Oh, okay. Okay, Essen haben wir mehr als genug bei. Wo packe ich denn jetzt was rein? Pokebälle können wir uns ja noch machen. Was für Bälle? Fangbälle. Achso. Ja, was anderes soll ich dann deswegen? Hat keinen Sinn ergeben. Jetzt siehst du jetzt knallhart durch, war Josi. Dicker, ganz ehrlich, das ist, kann auch so ein kleines Running Gag sein. Ich kann auch ein Trinkspiel sagen, oder? Wenn jemand irgendwie dieses P-Wort sagt, was wir damals als Kinder gesuchtet haben, dann können wir auch ein bisschen mal trinken zum Beispiel. Aber wir müssen Josi, du bist nur blauen Stein sammeln. Jo, okay. Also nebenbei gleich wieder blaue Steine sammeln. Ich habe hier noch 2 Steaks. Willst du die noch beraten? Dann brauch ich die nur in die wegpacken. Gut. Unsere Tiere sind fleißig. Monster oder was auch immer. Ich hab alle bei. Ich hab zu essen bei. Und der hat Hunger. Der kriegt Quatsch. Was geben wir ihm denn? So mit Ohr. Muss den anderen mal nachher auch noch schöne Namen geben. Ah, so gerne kann ich nicht tauschen, ja? Nö. Aber warte mal. Vielleicht, weil ich noch im Essensmenü bin. Ja. Ist ja auch egal. Judith, Ausrüstung habe ich gemacht. Pfeile werden gerade noch hergestellt. Essen habe ich mehr als genug dabei. Jo, was macht denn unser neuer Freund? Welchen Freund meinst du? Den wir gefangen haben? Torus? Das fliegende Vieh meinst du jetzt? Oder der Lama? Der mit den Geistern, Tombat. Transport, Atta Level 2, Sammel Level 2, Bergbau Level 2. Das war super.
Hast du den im Team? Ah ja. Aber soll ich den hier lassen? Nee. Soll ich den mal unten irgendwie hinballern? Bergbau und sowas brauchen wir eigentlich aktuell nicht. Dann nehme ich den erstmal mit und level den, okay. Pfeile nicht. Kann man mit dem Feuerbogen nur Feuerpfeile schießen? Nee, eigentlich nicht, oder? Doch. Während Feuer. Steht er da? Alles klar. Dann packe ich den Feuerbogen erstmal weg, den muss ich gerne hinten rumschleppen. Ne, musst du ausprobieren. Kann auch sein, dass du mit dem Dreierbogen. Weil als Dreierbogen Munition werden Feuerpfeile verwendet. Steht da, David. Ich hab bloß nicht gelesen vorher. Cool, ja. Dann habe ich jetzt 82 Pfeile, Essen, 21 Pokebälle und alle meine Viecher dabei. Okay, jetzt wird's bald dunkel. Pokebälle brauchst du wahrscheinlich nicht. Hä? Pokebälle brauchst du wahrscheinlich nicht. Ja, das, wer weiß, was uns überlegt. Obwohl, nee, nee, alles gut. Vielleicht sorry, was für Bälle meint ihr die ganze Zeit? Schnauze, Jusen. Monsterbälle. Ihr meint diese Pawpaw-Bälle, ja. Ja, ich nenne sie Monsterbälle. Ja, wenn du es mal so nennen würdest. Hast du hier sehen? Dynamo David ja. Wollte gerade schon zu dir, Alter. Ja, der will aber lieber ernten. Das ist ja David. Er hätte mal mir vorhin hier helfen können. Mensch. Digga, die ist nicht mehr zu helfen. Da ist Hopfen und Malz verloren. Da ist Hopfen und Malz verloren. Lass mich hier wirklich ein bisschen eher an Arsch erinnern. Oh, Jusen mit Level 10. Wir brauchen nur noch eine Sphärenwerkstatt. Oh, bei 10 Nägel kann man vielleicht machen. Oh cool, ich kann meinen Sattel für mein Vieh herstellen. Dann kann ich es auch riden. Giftbogen. Muss man da noch Giftpfeile herstellen? Giftpfeile. Ah, okay. Was ist eigentlich mit der den besseren Roben und so? Brauchen wir noch nicht, oder? Dann würde ich erst gucken, ob wir in die Wüste oder in die Dings gehen. Ich habe ja noch so viele Punkte über, aber ich will mir auch erstmal welche aufheben für die Sachen, die wir nicht brauchen. Davon, oder? Da ist ja die Frage, auf was du dich spezialisieren möchtest. Weiß ich noch nicht, aber. Wir teilen ja eh gerade alles auf, oder willst du wieder den Baumeister machen für alles Mögliche, David? Ja, ich würde sagen, er macht halt so Werkbänke und Rüstung und sowas und du baust halt die Gebäudepfeiler. Okay. Bis Level 50, ey, das ist schon mal sehr gut. Du bist der Zimmermann sozusagen. Und ganz rechts Pfeiler, die antiken Technologien, die kriegen wir dann immer pro Turm, den wir machen. Okay. So eine Art Arena. Scheiß. Aber ist das für dich okay, Peter, wenn du der Zimmermann bist? Ja. Es gibt zwar nicht so viel, was ich denn mache, weil David ja dann theoretisch noch alle Werkbänke und sowas alles macht. Also ich habe ja nur den Außenbereich eigentlich. Ja, okay, stimmt. Du kannst dich halt auf Ausrüstung konzentrieren. Na, oder auch so auf Wege nach oben, die uns ein bisschen leichter fallen, statt da erstmal hin und her zu laufen, sag ich mal. Check ich grad nicht, aber ja, okay. Was ich gesagt habe, meine ich? Wege? Einfach eine Treppe nach oben und vielleicht einen geraden Stick nach geradeaus so in die Richtung. Ja, ich baue das hier alles schon nachher nochmal aus oder nächstes Mal. Man könnte auch noch eine coole Mauer drumrum bauen, wenn man Bock hätte. Den geilen Shit, die Holzschutzmauer und so, den kriege ich erst ab Level 16. Also. Weil dann müsste auch dieser Bereich größer sein, wenn es geht. Ja, müssen wir denn mal gucken, Digga. Sonst ist ja beim nächsten Mal alles wieder weg. Wenn es außerhalb des Bereichs ist. Gehen wir die letzten 14 Punkte. Ich hatte so ein Pflanzviech und der hatte 20% auf Bergbau gehabt. So, der konnte aber keinen Bergbau, weißt du?
Ah, okay, ist ja das. Dass die Effekte wirklich komplett random sind. Ja, die sind komplett random. Aber finde ich ganz cool. Weil so bist du auch gezwungen, mehr zu fangen. Weißt du, so richtig wie bei dem, was ich jetzt nicht aussprechen darf. Finde ich ganz gut. Machst du ja da auch genau das Gleiche. Also da haben ja manche auch besondere Effekte, soweit ich mich noch erinnere. Und halt, ich bin ab dem Teil, wo so mit den Shinies ja, losgehen, war ich gar nicht mehr drin. Und das aber ist schon die waren ja immer trotzdem noch spezifisch auf die Typus, sag ich mal, ne? Das war jetzt nicht so random wie hier. Naja, ja, doch, du hattest auch... Es waren Statuswerte. Genau. Das war, manche hatten mehr an Verteidigung drin als andere, genau. Oder beziehungsweise... Ja, aber ein Pflanzenwesen würde da niemals eine Feuerfähigkeit haben. Hier kann es ja passieren anscheinend. Ja, aber wenn du... Ja, er meint die Werte, wenn man bei den Viechern guckt. David. Na, hier kannst du auch haben, dass einer auf Angriff oder Verteidigung geht. Genau. Das hängt ja davon ab, was du, wie gesagt, du, ein Typ, der viel Schaden machen soll, wäre halt blöd, wenn der einen Perk hat, er hat 20% mehr Verteidigung. Mhm. Achso, ich wollte mir auch vorhin den Sattel herstellen. Und für den Viechern, die für uns arbeiten, ist es halt mehr oder weniger fast scheißegal, ob die jetzt mehr Angriff oder mehr Verteidigung haben, weil die müssen halt einfach nur schnell arbeiten. Da willst du halt keinen Faulenzer haben. Aber wenn du ein Viech hast, was halt angreift für dich, kann es ruhig ein Faulenzer sein, weil Arbeitstempo ist halt scheißegal. Aber wir brauchen erst wieder welche von den blauen Kristallen. Ja, die sind komplett alle. Also Eisen und blaue Kristalle würde ich jetzt mitnehmen. Wir haben Stufe 10 gemacht, das heißt, wir können jetzt auch ein Stück weiterlaufen und dann einen Teleporter hinstellen und da uns dann hin teleportieren. Ah, okay. Oder zurück teleportieren. Ja. Aber bisher jetzt laufen noch die Portals erstmal. Ich meine nur, wenn wir eine Stelle finden, wo ganz viel Eisen oder so ist, weil die Map spawnt ja hier immer nach. Ihr müsst mal gucken. Hier hinten, da wo es zum Dungeon geht, da spawnen immer zwei Dinger nach. Zwei von den blauen. Die immer abfarmen, weil die halt immer nachspawnen. Die Steine da meinst du los? Oder was für blaue Sachen meinst du? Die blauen Steine, ja. Das ist spawnen immer zwei, genau. Also jedes Mal, wenn ihr die seht, einfach kurz hingehen. Ein Kativa raufschmeißen, dann baut er die Dinger ab. Oder helft dem. Auf die Katze, ja. Ja, du kannst los, ja dein Turbo jetzt noch draufschmeißen. Ich bin gerade noch am Rauchen. Einen Moment. Okay. Rauch den Kippchen zu Ende. Jusen, du kannst jetzt den anderen. Wenn der Bergbau 2 hat, ist der schneller. Okay, na, ich habe ja die Auswahl da unten. Bei 1 und 3. Genau, okay. Wenn wir einen Ort finden, wo ganz viel Eisen ist, dann können wir da das Ding schon mal hinstellen. Und Eisen ist sehr wichtig. Das ist die nächste Ressource, die wir ganz viel brauchen. Du meinst dieses Flugvieh, ne? Nee. Na, wenn es zwei auf Bergbau hat? Das hier war's doch, oder? Na, ja, guck doch einfach nach bei Team. Ja, bin dabei. Okay. Bergbau, der wirst du ja. Genau, das wirfst du einfach auf so einen Stein drauf und dann. Sammeln kann er auch, also ist schon ist ganz, ganz chillig. Ja, sammeln. So mit oben, ich bin ready. Komm auch alle da rein. Bist du ready, sagst du? Achso, wir machen jetzt wahrscheinlich erstmal den Boss. Hast du so mitgenommen? Dann gehen wir in den Turm jetzt erstmal rein, oder was? Ja, Essen habe ich bei. Aber wir gehen in den Turm, oder was? Ja, in den Turm, ja. Okay, dann werde ich mal da unten mein Feuervieh ausrüsten. So. Und für alle Fälle. Hüsen. Ja gut. Lass mal noch mal in der 77, okay, krass, okay, gut, okay. Die Sounds. So, Pilar, wir sind da.
Vorsprung. Am besten klickst du das jetzt erstmal. Warte, warte, bevor wir stehen erstmal jetzt hier alle dran. Warte, okay. Genau. So, erstmal teilnehmen. Ja. Okay. Habe ich. Ich kann auch einmal teilnehmen gedrückt. So. Ich bin drinne. Ich auch. Ich auch. Okay, cool. Sind wir alle drinne, gut. So, lieber Chat, jetzt seht ihr das, was ich und David überlebt haben. Wer kommt denn da? Ah, alles klar. Miss Raikushunu. Rissbold. Eule Zoe ist der Dicker. Mit Zoe ist nicht gut durchgezogen. Fangchance ist nur so mal 0%. Wir könnten wirklich am Ende probieren, ob sie wirklich. Okay. Achso, wenn er den Strahl macht, dahinter versteckt. Und du kannst deine Viecher zurückrufen, wenn der Strahl auch sie anvisiert. Ich würde zuerst mal einen Angriffsmodus schicken, weil das habe ich vergessen, aber es rennt mir die ganze Zeit hinterher. Dauert aber auch ein bisschen, bis man entkommt. Ja, das dauert. Aber ich und David haben es vorhin geschafft, das unter dem Zeitlimit zu schaffen. Aber meine greift immer noch nicht an, ne? Du musst ja jetzt nochmal 4 drücken, Dicker, und gucken. Ich hab Angriff, aber meiner fliegt hier die ganze Zeit nur um mich rum. Ja, weil er nicht beschützt. Er beschützt sich selbst. Der schießt immer einen Dings, eine Kugel. Das dauert immer. Punkt, den man abschießen kann, gibt's nicht direkt, oder? Ich glaube oben, die Olle, wenn du die nicht kriegst. Ist mit einem Dreierpfeil mit Entfernung ein bisschen schwerer. Aber ist okay, aber meine Viecher leben noch. Wollen wir mal probieren, das einzufangen, oder was? Kommen wir noch hin. Lieber jetzt. Ja, aber Fangchance ist also immer noch 0,0%. Ich weiß auch nicht, ob man die Viecher klauen kann. Also schon mal. Nicer da ist. Ich hab versucht, das Feuer zu fangen. Ich weiß nicht, ob ich es habe. Naja. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, die Dinger kann man nicht fangen. Ah, oh, man wird gleich wieder rausgeportet, okay. Genau. Pass es noch an, Feiner, und dann können wir wieder zurück. Oh, man kann wollen wir nochmal machen? Man hat sogar mehrere Punkte. Also, obwohl, da sollte Yusen sich. Ja, scheiße, jetzt habe ich den Brutkasten schon, aber du kannst es eigentlich auch nochmal machen, Yusen. Brutkasten? Ja. Warum ist David down gegangen? Der hat doch gerade noch gelebt. Der ist doch noch hier? Nee, mein Monster. Was ist das? Muss ich ihn zu Hause erst wieder aufladen. Hier, wir haben nur 5. Wie weit können wir denn scalen? Voraussetzung nicht erfüllt. Ah, okay. Deiner Futterbeute. Ja, Futterbeute wäre ganz clever. Da kannst du dein Essen da reinschmeißen, hast du es nicht mehr im Inventar. Ich glaube, wir können auch alles gehen. Was ist das? Paul Entsafter, okay. Entsafter? Nicht hoch. Ja, das sind 3 Dings. Die anderen wir erst mit Level 22. Tragbare Laterne, großer Futterbeutel. Paul Entsäfter. Da kann ich diese Paul-Säfte, glaube ich, herstellen. Ja, ansonsten, ja, Peiler, dann würde ich sagen, machst du erstmal den Futterhaken.
Futterhaken. Futterbeutel. Seid ihr denn drin? Auf Technologien bitte. Und die Enterhakenpistole solltest du eigentlich auch machen können. Und ja, dann sparst du die nächsten Punkte für die nächsten Sachen. So weit bin ich noch gar nicht, David. Ich bin nur erst 11. Ja, nee, aber dass du es weißt. Ja, ja. Hier, nicht jetzt sofort skillen, aber dass du nicht den Brutkasten skillen brauchst, weißt du? Weil wenn nee, ich rede mit euch schon, wenn wir die antiken Sachen kannst du auch herstellen, Pfeiler. Wenn du Level 11 bist, Level 10, das liegt an der rechts. Antike Technologien. Da kannst du es doch herstellen. Jo, stimmt. Aber brauche ich ja nicht. Ne, doch. Doch, den Futterbeutel solltest du, glaube ich, nehmen. Genau, du machst den Futterbeutel, also ich und David haben jetzt den Brutkasten dafür gelernt. Obwohl, man könnte auch gucken, ob ich den einfach nur herstellen kann und euch geben kann. Das kann nämlich ganz gut möglich sein. Mhm. Naja, aber wir kriegen ja so oder so genug Punkte, dass im Endeffekt alles voll ist, glaube ich. Also ich will, dass wir das Pilot jetzt noch den Beutel nehmen, da hat jeder eins schon mal genommen und wir haben noch einen. Ich hab den Beutel so gemacht. Perfekt. Dann reicht's doch erstmal, oder? So, ja, dann können wir uns von hier oben eigentlich quasi wieder nach unten teleportieren und die Olle da hinten machen. Beziehungsweise das Lager. Wir können erstmal das Lager machen. Na, dann lass doch hinfliegen. Welche Richtung ist das? Ja, hält nicht so lange der Schirm, aber kurz vorm Ende könnt ihr halten. Steuerung ist abbrechen. Oder noch zweimal Leertaste drücken. Achso, dann machen wir zweimal Leertaste. Kann auch sein. Wo bist du runter, Peiler? Na, hier unten, super. Wir sind eigentlich ein Leiter, okay. Wir sind, das überlebst du nicht bis ganz unten. Du musst immer wieder zwischendurch, genau. Nice. Machen wir jetzt alle platt hier, ne? Die Wilderer. Achso, wartet. Also, passt auf, die haben. Ja. Kein Pokémon, böse. Ja, die haben Pistolen. Das ist ja nicht schlimm. Ja, sagt es halt, aufpassen. Hä? Wo sind sie denn jetzt alle? Ach da. Kann man auch seine eigenen Viecher eigentlich treffen? Nee. Wo ist er hin? Nee, man kann sie treffen, aber sie machen keinen Schaden. Oh, die haben auch gut Stuff bei, wa? Für Freies. Das hättet ihr mal befreien sollen, vielleicht, dann habt ihr das auch. Ja. Na gut. Okay, eine Kiste ist hier nirgendwo, oder? Ich hab zumindest keine gesehen. Glaube nicht. Ich hatte einmal den Fall, dass ich den letzten gelootet habe und das Lager hier ist komplett weggefloppt. Okay. Und dann war nicht mehr da. Na gut. So, aber ich wollte eigentlich, müssen wir zurücklaufen. Wir müssen nach vorne und dann links. Wie geil. Hast du Flammenwerfer oder was? Ja, hier. Das ist scheiße. Ja, schön. So, nicht angreifen mit, Leute. So, der Ding klopft. Ich geh mal kurz zurück hin. Oh, da ist ein Shiny. Ja. Eine Shiny-Katze, ja. Aber dann hol ich mal den bösen Frechdachs hier rein. Wollen wir es kurz machen, Peile? Den bösen Frechdachs hier rein. So redet Jusen auch immer, wenn er sich die Hose hochzieht. Na gut, dann mach ich da alleine. Pass aber auf, dass dein anderes Viech. Ja, ich hab ihn reingeholt. Nee, das andere also greift auch an. So, dann mach ich Nummer 4 und Angriff einstellen. So.
Okay, mein Hübscher. Warte mal. Weil der hat er. Moin! Okay, okay. Jetzt entspannen wir uns erstmal. Okay, die halten schon ein bisschen mehr aus. Sind ja auch besonders easy. Oh, Düsen geht gleich auf. Ja. Brauchst du Hilfe? Wieso stirbst du gleich? Ja, ich seh's gerade, fuck. Hilf mir! Hier ist ein Shiny! Pass auf! Ist tot? Hab den Pokéball zu spät geworfen. Na, Paladins hat angegriffen. Ja, na, ich hab gedacht, ich werfe noch schnell genug, aber war zu spät. Dann mache ich wieder Befehl, nicht mehr angreifen. User hat auch gesagt, es hält viel aus, also dafür war es dann ganz schön schnell tot. Ja, weil schon fast tot war. Na, haust du die ganze Zeit immer noch mit der Anfangs-Billo-Axt auf alles ein eigentlich? Ja, bevor sie gleich tot sind. Naja, am Ende ja, da wechsle ich auch die Waffe, aber am Anfang mache ich erst mal viel Schaden. Musst du den Bogen hier, oder was? Ein Speer. Oder du kannst jetzt auch schon Sachen aus Metall herstellen, ne? Ja, dafür fehlt uns das Metall aktuell noch. Ich bin fast voll. Ja, gib mir was, wenn du willst. Achso, okay. Yuzu muss mal dein Stufe 2er hier nehmen. Der andere farmt kein Eisen. Wir sind hier. Wer farmt kein Eisen? Katze farmt kein Eisen. Lassen Hund. Das war uns das als ein Kalter. Oh, hier ist noch so ein Elefantchen. Bin dabei. Er ist schneller als er aussieht. Keine Ahnung, wo ihr jetzt hin seid, aber cool. Da hinten. Ach, habt ihr schon mal. Ja, ich hab. Hier ist noch. Ich geh hier am Wasser weiter. Nee, das geht nicht. Wir müssen, glaube ich, hier oben lang laufen. Ich hab gedacht, wir brauchen Steine. Also, ja, die blauen. Nee, wir brauchen Erste. Steine, wir brauchen Eisen. Na gut, dann komm ich euch wieder hinterher. Also, blaue Steine auch. Blaue Steine und Eisen. Aber hier oben geht's zu dem großen, wo ich hin will. Hier sind noch neue Viecher. Ich bin schon krass überladen. Hört doch einfach auf, wenn unten der Balken rot ist. Da kannst du nur was tragen, David? Nö, bin jetzt auch gleich voll. Kann er noch mal ein bisschen auf Gewicht skillern? Okay, jetzt kann ich mich wenigstens bewegen. Okay, die grünen Fischer hier oder was? Die sind neu, ja. Die habe ich auch noch nicht. Okay. Oh.
schön. Meiner ist voll abgekollt. Okay, wird glaube ich nichts. Musst du ihn nochmal hauen, wenn er gleich rauskommt. Ah doch! Heftig, okay. War bei 30, heftig, okay. 30? Was mit den grünen Affen da hinten? Control können wir auch mitnehmen. Das ist aber nur Level 3. Also aufpassen. Und Mr. David. Mega shit. Das war einer zu viel. Oh, das ist das Viech, was ich gesucht habe. Leider habe ich keine Pfeile mehr. Hey, wo ist denn das alle hier? Erstmal noch was? Wo ist denn das hier? Welches denn? Das ist in der Luft, das ist da hinten am Boden. Das blaue in der das Luft. Das blaue geradezu. Chillet. Das fette, das Würmchen da, ja. Chillet, ja. Okay. Er wirkt am besten von hinten. Muss mal einer dahinter kommen. Ist fast tot. Mein Vieh brennt. Kann ich das löschen? Ich hab ihn. Löscht sich von selbst. Dicer. Und was bringt der? Der ist gerade nicht in meinem Team, der ist vom Lager gerade. Kannst trotzdem bei Paldex gucken. Ach so, stimmt. Wo ist der? 55. Wirkliche Beute Leder. Er macht Kühlung und sammelt Level 1. Kühlung welches Level? Auch 1. Ich weiß halt nicht, wie oft die jetzt nachspawnen. Achso, haben wir schon einen Haken dran. Also brauchen die wahrscheinlich einen Tag. Ich würde hier zu dem nächsten Teleporter gehen. Der müsste oben links sein. Sind die von hier oben? Ja, von hier sieht man den. Weil da hinten ist nämlich noch mal ein grünes Ding. Da hinten, wo die Blut ist, oder? Na hier, von Nummer zu mir ist auch viel besser. Einfach mehr davon zu füttern bringt nichts. Haben wir es mal ausprobiert. Hier kann man wunderbar runter. Da seid ihr lang. Okay, also es gibt. Ich habe eine Frucht gefunden, Schattentechnik, Frucht, Giftschuss. Das sind quasi die, glaube ich, die Fähigkeiten, die wir. Weißt du, dann gibst du dem Viech von dir so zu essen. Ich habe auch so ein Teufelsfrucht. Ding. Das ist wie Teufelsfrucht, ja. Ich habe auch so ein Ding. Ich habe Wassertechnikfrucht. Aquaschutz. Schuss. Na, das ist eine Attacke, oder? Genau, du kannst so viel beibringen, ja. Gibst du denn zu essen? Minderwertige Munition. Ja.
Geht ja lang. Hier runter. Punkt. Nehmen wir doch mit. Jo, wollen wir denn erstmal zurück, oder? Ja, lass mal hier unten noch die Sachen mitnehmen. Die hier sind doch noch viele Elefanten. Man braucht Stahlschlüssel. Okay, hier ist eine Truhe, die können wir nicht öffnen. Wie gesagt, nehmt ihr die mit. Besonders unten rechts seht ihr halt immer noch, wie viele ihr davon quasi fangen solltet. Weil das gibt echt, wie gesagt, großen Erfahrungsboost. Ist keiner von euch mit oder habt ihr es eingesammelt, das leuchtende Ding hier hinten? Ich hab's schon eingesammelt. So, achso, ne, das ist jeder für jeden. Da ist noch so ein Tombard, den hätte ich gerne. Der hängt da gerade fest. So, den kann ich vielleicht auch alleine machen. Ah ne, ich hab keine Pfeile mehr. Egal. Ja, warte, ich komme. Den möchte ich aber gerne haben. Hinterher. Okay, fang ihn. Wer hat denn da mit angegriffen? Meine waren's nicht. Irgendjemand hat da mit Pfeil und Bogen aufgeschossen. Ja, ich habe einmal drauf geschossen. Ja, das war leider einmal so viel. Na gut, dann nehmen wir den nächsten. Der sieht doch noch so lebendig aus. Ich greife gar nicht mehr mit an. Ich stehe jetzt bloß noch daneben und werfe mal den Ball ab und an. Vielleicht wird noch was Blaues. Was ist da hinten? Da ist irgendwas Fliegendes hinten. Ja, im Wasser. Oh, das ist eine neue. Vielleicht nicht im Wasser, hier oben rechts sind auch welche. Ah, okay. Und dann? Aber nur Level 2. Ja, mal gucken. Ein Schuss ist tot. Okay, wir sollten sie nicht mit dem Bogen halten. Ich nehme einfach mein Feuer. Ach nee, dann bremse. Ist auch blöd. Dann nehme ich meine Picker. Hast du keinen Speer? Doch, aber macht auch viel zu viel Damage. Nee, Speer nicht. Okay, los, fang. Oh, ist wieder draußen. Jetzt müsste aber klappen, oder? Nee. Moment. Lass mich mal, lass mal Papi ran. Papi schafft, nee, doch nicht. Sie halt nicht, wenn ich von hinten treffe. Ja. Alter. Da hinten sind noch zwei Elefanten. Nein, die machen wir aber nicht. Die sind ein bisschen zu heftig. Die kleinen Elefanten? Ach, die kleinen, ja. Tipps aufs Maul! Stämmiger Wuchs hat er als Special-Fähigkeit, meinen, den ich gerade eingesammelt habe.
Alter, es ist immer duster hier, Ding. Ja, so ist das nachts, ne? Mal da hinten sind noch blaue Kristalle. Wollen wir die noch mitnehmen, oder? Nein, nichts mehr tragen. Ja, gut, ich bin auch. Ja, ich denn sonst gibt mir was, ein bisschen noch was. Ein bisschen kann ich nicht. Ne, dann bau da ab die blauen Dinger, wir warten. Dann müsst ihr eh aufschwitzen, war eh wichtig. Ich hatte gehofft, dass wir hier irgendwo eine Dingsquelle finden. Eine Dingsquelle? Die berühmte Dingsquelle. Hat man bis jetzt noch kein Glück, ne? Oh, hier ist noch eine Schatztruhe. Goldbrot und Mega-Sphäre. Cool, ich hab so einen neuen Pokéball. Alter, ist das ein. Ist das ein was für ein Ball? Aber, aber ja, ist ein heftiger Ball, ja. Ja. Ein grüner Monsterball. Ein grüner Monsterball, okay, krass. Ah, okay. Cool, cool, cool. Minderwertige Munition habe ich. 2 drücken. Okay. Warum mehr? Sehr cool. Na gut, dann würde ich sagen, so langsam Richtung Porte, wenn Pilar vollgepackt ist. Ich würde sogar noch ein Stück laufen. Na, voll bin ich noch nicht. Ich habe noch 400 Platz. Ihr könnt mir auch gerne eine Kleinigkeit geben, wenn wir noch auf dem Weg was sehen. Ja, ich will doch noch das Zurücklaufdings machen. Achso, seht ihr eigentlich meine Marke auch hier auf der Map? Nee, warte. Aber hier wären noch 2 Hirsche. Wollen wir die noch mitnehmen? Nee. Ja. Das sind bloß unsere Portale und die besonderen Viecher. Oder sind, meinst du das? Wo wir das Chillet gefangen haben? Nee, ich habe eine Spitzhacke irgendwo hingemacht. Nee. Das Einzige, was mir angezeigt wird, ist halt, wo wir das Chillet besiegt haben und wo wir diesen riesigen Mammut da angegriffen hatten. Das sind so diese extra Marker. Aber ich glaube, keine Ahnung. Ja, okay, kann man vergessen, die Rentiere. Man sieht ja eh, wenn man in den Paldecks reinguckt. Der Inventier, eine rote Truhe, heftig. Die spawnen können. Aber ich bin überladen, kannst du noch was nehmen? Das ist die wir nicht aufmachen können, dafür brauchen wir einen Stahlschlüssel. Hier ist noch ein Flugviech, will man noch ein Flugviech? Ich habe leider keine Pfeile und Bogen, deswegen kann man. Warte, ich komme. Aufpassen! Ja. Daneben. Jetzt. Nicht schießen! Der Jusen hatte ihn, der Jusen hatte ihn. Seid ihr schon wieder auf dem Rückweg? Hier ist ein Portal hoch, ja. Okay. Oh, was bist du denn? Ah, ein Depressor. Davon haben wir auch noch nicht so viele, wa? Nee. Wie gesagt, alle, die für euch neu sind, versucht so möglich 10-mal zu fangen. Diesen Schlafkaum. Oh, er ist wieder rausgekommen. Ich vergesse das immer von hinten. Ja, jetzt aber, oder? 100. Komm mal. Sehr schön.
Was macht ihr gerade? Du hast auch so eine grüne Katze angefangen, also das ist doch schwieriger als es aussieht. Und du kannst zwischendurch auch einfach mal so einen Ball hinschmeißen, wenn sie zu weit wegrennt. Dann kannst du wieder näher ranlaufen. Tot? ich habe eine Erzquelle gefunden. Ich habe einen neuen Teleporter genommen. Heißt, wir brauchen aber Bergvorstufe 2 Typen erstmal. Ja. Wir können das auch einfach so erstmal abfahren. Kann ich ein Ding spawnen? Okay. Wo geht's denn zurück, Jusen? Ja, hier, wo ich stehe, wäre der Portal. Okay. Also erstmal zurück zur Base. Oder wollen wir direkt zu David? Nee, geht zu Base, macht euch erst leer. Dann kommt zu mir. Dein Monster hat sich gerade gewundert. Wo ist er denn hin? Weg ist er? Dreht sich nach links, nach rechts. Das muss noch raus. Stein. Irgendwo auch nicht. Warte mal kurz. Ne, das geht nicht. Sowas wie Klauen und so drin. Bei Leder und Holz, also bei Leder und so, ja. Ich glaube, wir brauchen Metz. Klingt nach einer Aufgabe für den Zimmermann. David hat recht, man könnte das schon alles ein bisschen optimaler stapeln, wenn wir ein paar mehr hätten. Wenn du es hinkriegst, noch eine Etage höher zu bauen, dann hättest du da ein kleines Lagersystem. Es kommt halt darauf an, was wir hier unten alles haben wollen, aber ja, hier kann man nicht mehr viele Truhen bauen. Müsste schon langsam eher nach oben bauen, hast du recht. Ja. Sogar eine kleine Fliege passt in die Nase geflogen, wo kam die denn her? Hat er die kitzelt. Den extra Pokéball hebe ich mal auf. 12 habe ich noch. Pfeile gehen mir auch langsam aus. Okay. Ach ja, ich muss ja damit sich wiederholt. Was nehmen wir denn erstmal mit?
Bewegungstempo plus 30. Aber David, ist es eigentlich schlimm, dass sie ein höheres Level haben? Eigentlich nicht, oder? Die Viecher. Oder ist das irgendein Nachteil für mich so? Nee, das nicht. Es wird dir halt nur angezeigt, dass wir halt höher als dein Level sind. Du kannst halt Viecher nicht dingsen, wenn die höher sind. Ach, befehligen, oder was? Doch, befehligen schon, aber die Stats gehen nicht höher. Ach so, okay. Was denkst du, ist denn besser, wenn ich mir so einen Elefant mitnehmen will, David? Wenn ich 20% mehr Verteidigung habe oder 30% mehr Schnelligkeit? Bei den Viechern jetzt? Hm. Ich will mir eins einpacken, aber kann mich halt nicht entscheiden, welches. Wie welches? Na, ich habe diesen kleinen Elefant, den Wasserelefanten. Den willst du mitnehmen? Blitzschnell, ja. Und was ist das andere? Stämmiger Wuchs. Da hat er 20% mehr Verteidigung und das andere ist 30% mehr Schnelligkeit. Nimm lieber Schnelligkeit ist eher so für Lager und so ein Scheiß. Oder okay. Das, also wenn er im Lager ist. Verteidigung ist das andere, weil dann geht er nicht so schnell drauf. Packen wir einen. Man muss halt immer unterscheiden, dass das halt eine Eigenschaft, die gut im Lager ist oder halt gut für den Kampf. Mhm. Und da du das Ding die ganze Zeit spawnen kannst, ist Schnelligkeit scheißegal. Aber wenn es im Lager ist und schnell von A nach B rennen kann, dann ist das natürlich auch ein Vorteil. Mhm. Na, wollt ihr mir helfen, Eisenkurz hier Power zu farmen? Dafür bräuchtet ihr nur ein leeres Inventar. Komm sofort, Digga, ich will mir bloß meinen Sattel für meinen Alpaka-Lama-Mon machen. David, was wäre eigentlich, wenn wir nochmal so diese komische Port-Port-Station, die du auch hier gebaut hast, bei uns nochmal direkt hinbauen? Könnten wir denn mehrere Viecher rumlaufen lassen? Vielleicht ein paar Lager. Oder kann man, wenn man jetzt noch so ein Halsband sich macht, kann man sich denn noch ein zweites von den Das geht, glaube ich, nicht. Das wäre, glaube ich, okay, weil dann machst du dir 5 Halsbänder einfach. Jo. Und dann läufst du 5 mit den Viechern rum, die permanent schießen. Ich glaube, das funktioniert nicht, nee. Also, Jusen, hast du ein leeres Inventar? Ja, ja. Dann geh mal jetzt an die Viecherbox. Und schmeiß mal alles raus, außer die Katzen. Ich geb dir mal einen Tipp, geh mal auf eine Seite, die komplett leer ist und schmeiß da einfach die Kühe rein, dann musst du nachher nicht wieder suchen. Hä, aber warum soll ich das jetzt hier alles abmachen? Du sollst ganz viele Katzen mitnehmen, gucken, dass deine Spitzhacke ganz ist und dann kommst du zu mir und dann hacken wir jetzt mal ganz viel Eisen. Bin doch schon bei dir. Dann mach ich mein Pompett mal unten hin, dann kann er schon mal nebenbei das machen. Genau. Katze Level 14 habe, die kann ich hier auch reinballern. Nee, Katze machen. Genau. Essen haben wir bei, Essen habe ich bei. Das habe ich bei. Achso, ich kann hier auch allgemein auf meine Station. Okay, dann mache ich jetzt alle Katzen rein, die ich habe, oder was? Na, den Abbautypen, den lässt du. Ja. Schön. Und den Rest machst du voll mit Katzen, weil du dann halt mehr Inventarplätze mehr schleppen kannst, weißt du? Ach, bei mir rein. Bei dir rein ins Inventar, ja. Weil wie gesagt, du kannst. Ansonsten hackst du dreimal auf so ein Eisen drauf und dann bist du voll und musst wieder zurück. Und so kannst du halt das Doppelte mitnehmen. Seid ihr schon da? Bin schon da. Ja, ah, okay. Ja, komm zu uns. Warte, ich muss ja den Dings anquatschen. Jetzt so. Was ist denn mein Alpaka-Vieh jetzt eigentlich? Ach so, nee, Jusen, die sollst du in deinem Team haben. Ich hab den Sattel doch hergestellt. Hab ich den Sattel jetzt automatisch drauf? Ach so, das hat's. Ja, okay, das kannst du machen, ja. Aber ich hab jetzt 2 nochmal extra bei mir. Ich hab jetzt 3 bei mir. Ja, dann müssen wir. Hat jemand Holz bei? Ich hol Holz. Dann können wir hier nämlich eine Kiste hinmachen. Dann schmeißen die das darin, wenn die Katzen rumlaufen. Den habe ich doch gerade gemacht, oder habe ich den jetzt liegen lassen? In meiner Hektik. Eigentlich, wenn ich so einen Sattel gemacht habe, kriegt das vieles doch automatisch, oder? Das will ich nicht. Guck
Guck mal bei Inventar und dann besondere Eigenschaften oder sowas. Besondere, nee, wie heißt denn das? Geh mal bei Inventar drauf. Und dann da wichtiges Objekt. Doch, da ist es aber markiert. Genau, dann musst du den rausschmeißen. Was ist das eigentlich? Mysteriöse Pfahl. Überall auf Opfere sie einen bestimmten Status, um stärker zu werden. Ah, okay, die Dinger kann man sammeln, um sein Vieh zu stärken. Diese Lippen. Achso, nee, stimmt. Komm mal kurz zurück in die Basis, dann gebe ich dir das gleich mal. Das ist bestimmt, das wollte ich vorhin euch schon geben. Aber es hat keinen Sattel, wie kann ich denn auf dem Vieh reiten? Na, du schmeißt es raus und dann und jetzt hältst du F gedrückt. Unten in der Mitte steht dein Dings. Du hast schon wieder Punkte da zum Verteilen. Oh. Oder drück. Naja, nee, du sollst nicht die Viecher aufheben. Du musst schon rangehen und F drücken. Was läuft von mir weg? Ist das überhaupt deins, ja? Ich hab auf jeden Fall meins gerufen, also wäre komisch, wenn es jetzt. Nee. Was ich, oder ist das verbuggt? Kannst ja auch noch mal reinrufen und noch mal raus. Und das hat noch kein Vertrauen zu mir. Das ist aber nicht scheu oder sonst irgendwas. Also man kann es auch nicht streichen oder sowas irgendwie, was ja, um Bindung aufzubauen so gibt's ja nicht. Hä? Wo ist da meine Picke hin? Roll mal zu schnell! Eigentlich hätten wir den Teleporter in der Nähe von der Truhe machen sollen. Aber wer weiß, vielleicht schon. Können wir ja das Lager. Ah, jetzt geht's. Wirklich gedrückt halten und jetzt kam es angerannt und ich konnte draufspringen. Jetzt ging's. Warum es davor gerade nicht ging, naja. Kleiner Bug bestimmt. Zum Absteigen wieder gedrückt halten. Super duper. Achso, ich hab Holz vergessen. Mal ganz kurz weg. Wir müssen schnell töten und seine ganzen Pokémons nehmen. Können wir ihm noch auf dem Schlaf klauen, dann müssen wir ihn doch nicht töten. Wir dürfen bloß nicht zu gierig sein, müssen immer bloß ein, zwei rausnehmen, das kriegt er nicht mit. Schon voll oder was? Nee, ich brauche normale Steine, ich will eine Truhe bauen. Hast du noch normal zwei normale Steine zufälligerweise? Nee, nee. Genau, fünf Steine finde ich. Da vorne liegt, sehe ich einen Stein auf dem Boden liegen. Aber es ist nur einer. Nee, ist hier nicht. Cool, der baut Holz ab oder was macht der? Ne, Stein baut er, ne? Deine fliegende Katze mit den. Die ist von Jürgen. Achso. Ja, die ist hier Bergbaustufe 2 und die kann Stein abbauen. Hier Eisen abbauen. Was passiert damit eigentlich? Wandert das gleich dann in Jürgen sein Inventar oder? Ne, er baut es nur ab, das liegt dann, bleibt dann davor liegen. Okay. Kleine Mistkriege, die hier rumfliegen. Alle drei zusammen. Zwei hier sind's noch.
Er gönnt sich jetzt eine Pause. War anstrengend genug. Ein Päuschen. Schade aber, dass man Sattel und Halsband herstellt und man sieht es leider nicht, dass die Monster das angelegt haben. Naja, du hast quasi den Sattel in deinem Inventar und dadurch kannst du auf ihn reiten. So kommst du mit. Du machst ja auch für, wenn du das Feuerviech als Flammenwerfer benutzen möchtest, machst du dir quasi auch ein Geschirr für die und dann kannst du die benutzen. Ach, dafür ist das fucking Geschirr. Und mit dem Flammenwerfer hast du. Ich dachte, ich kann damit drauf reiten. Okay, wenn du die ist doch ein Tierquäler, Alter, dann würdest du doch nicht dich auch nicht auf Nova rufsetzen und denken, du könntest hier reiten, oder? Nee, du kannst nur auf dem Lama und auf dem Hirsch reiten. Achso, Peiler, reite mal kurz auf dem Lama, ja. Drück mal jetzt E. Das ist erstmal die Sprintangriff. Und E willst du. Ich sehe gerade, das Vieh Depresso bei mir ist eine Pro-Natur. Hat halt aber einen kleinen Cooldown von 3 Sekunden, bis ich wieder schießen kann. Aber das Vieh kann auch quasi so einen Laserstrahl bekommen. Das ist sehr stark. Das kommt dann bestimmt später auf C. Und so. Da gibt es ja dann noch andere Buttons, wenn es Level Up ist. Aber mehr kann es, glaube ich. Die Attacken kannst du auch tauschen. Ja, aber ich habe erst die 2 Attacken. Aber damit kann ich das nicht abbauen, oder? Nee, ich hab's nicht. Hat aber, glaube ich, auch Schaden gemacht. Weißt du, 38 Schaden macht die Kanone. Aber das muss roter Schaden sein, damit das abbaut, wa? Weißer Schaden zählt bestimmt nicht. Nee, roter Schaden ist gut. Ah, okay. Aber ich kann mit dem Vieh das auch abbauen, wenn ich da Attacken gegen mache. Die Kopfattacke macht 54, wenn ich gegen renne, und der Strahl macht 30. Oder die Luftkanone. Der Strahl. Wie viel habe ich denn dabei? Camping, da oben ist rot. Da oben ist auch nochmal so ein größerer Boss. Den wir fangen können oder den wir bekämpfen? Fangen können. Ah, okay, cool. Alpha Pal. Atemlos. Wenn du schon so anfängst. Ah. Das Grüne da oben auf den Turm, David. Das ist wieder so eine Statue. Ich frage mich bloß, wie man da hochkommt. Man kommt, glaube ich, nicht durch den Turm, ne? Und mit dem Schirm kannst du nicht weit genug fliegen, um da oben drauf zu landen. Wir können auch den Flugviechern fliegen. Ah, okay. Wir gehen jetzt alle erstmal kurz zurück zur Base. Das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt erstmal machen. Das wollte ich, wie gesagt, vorhin schon reden. Von am Anfang an, das soll ich schon sagen. Aber Jusen muss ja wieder dumm quatschen, er ist schuld und David, kann noch einer was mitnehmen? Ich kann nicht alles mitnehmen. Ja, stimmt. Jusen ist schuld. Alter, dann wollen wir mal zu dir kommen, oder was? Naja, ein bisschen Erz ist hier noch, ne? Also 29. Ne, ne, hier in der Truhe. Ich habe ja meins zwischendurch abgeladen. Ja, solange du dich bewegen kannst, ist okay. Ja, es sind trotzdem noch 30 da drin. Oder 29. Habe ich. Super. Ab ins Lager damit. So. Sind hier im Lager schon mal 133. Okay, jetzt sind sie weg. Und sie sind weg. Genau. Nee, und Sinn ist es halt, dass wir jetzt bei dem zweiten Lager, deswegen brauchen wir hier keine Schmelzöfen mehr so richtig bauen, dass wir da halt quasi einmal die Viecher, die das abbauen, hinstellen und dann halt noch Viecher... Also dafür brauchen wir die Feuerviecher, die Öfen quasi anmachen. Und so hast du dann quasi einen Teleporter, wo du dich hin teleportierst und halt einfach Eisen-Dings. Mhm.
Na, hier würde ich dann sagen, machen wir Essen und Züchten und sowas. Enterhakenpistole sollte ich freischalten, ne? Wie gesagt, lass mal noch, weil kann sein, dass ich die herstellen kann und dann gebe ich sie dir einfach. Mhm. So, dann sparst du die Punkte für die, entweder für den Mega-Enter-Pistole dann oder dann halt für die nächsten Sachen. Fleischerbeil. Eine Waffe usen. Ja, damit kannst du dann die Fellrüstung auseinandernehmen. Krass. Aber brauchen wir erstmal ein Stück. Sammeln die Punkte erstmal. Wir können auch größere Truhen machen, aber kostet halt 15 Eisen, was noch aktuell sehr teuer ist. So, es geht bestimmt Witz. Immer noch nicht mit der Rampe bauen, oder? Den Husen willst du. Möchtest du dich um die Züchtung kümmern? Steht das nicht? Ich will es probieren, ja. Möchtest du dein Gebiet hier irgendwo einteilen? Also ich würde vielleicht sagen so. Aber kannst du natürlich frei entscheiden, hier irgendwie in die Richtung. Denk dran, die Zuchthäuser. Alter, sind hier viel. Ist hier viel Wolle. Hohoho, was ist das denn hier? Eier und Wolle und Mass. Die Zuchthäuser sind quasi so groß wie das Ding hier. Also, weißt du, nicht zu nah aneinander packen. Ja, wenn du das Ziel gleich daneben fallen würdest, wo ich gerade stehe, wäre geil. Wieso ich? Ich dachte, du willst fahren. Na, du oder Pylorus. Nee, du also, willst dich um Züchten kümmern. Obwohl, richtig, warte. Aber das Bauen selber hat der Zimmermann oder der Crafter zu tun. Ich bin für das Innenleben zuständig danach. Aber wer es herstellt, habe ich gewusst. Das ist klar, ja, Dustin fragt, was mit Goldfit ist. Ja, wird glaube ich erstmal nichts. Da hast du deine Antwort, Digga. Was sind das Handschuhe? Kein Holz mehr? Ohne Holz zu bauen wird natürlich ein bisschen schwer. Na, ey, wir hatten auch mega viel Holz gehabt. Warum unnötig viel Holz, Pfeiler? Achso, du musst mal draußen in den Kisten gucken. Aber beim Craften selber siehst du es doch auch schon, oder? Hier ist Holz. Ist das genug Holz? Bin mir noch unschlüssig, David. Es sind halt auch nur 7000 Holz, ne? Also. Schon echt wenig irgendwo. Sagen, morgen sind es noch mal genauso viele. Ja, stimmt. Und 1000 Bären wahrscheinlich noch mal dazu. Kannst du auch was anderes anpflanzen? Leider bis jetzt nicht, ne. Es gibt eine Pingu-Panzerfaust. Ist das jetzt ja nur Bärensamen? Oder hast du mal andere Samen gefunden? Zuchtfarm kriegen wir erst mit Level 19, aber die Eier können wir trotzdem schon ausbrüten. Ging gerade. Ausbrüten würde ich gerne mal ausprobieren, ja. Bei dem ging's doch. Soll ich mal so eine Obbruchstation bauen oder was? Das geht. Wir haben schon eine. Aha. So, wo ist nice. Können wir ja später nochmal umsetzen. Ey, halt nicht weg, hör mal mit, Junge. Hallo? Ich wollte nur noch ein. Jusen, du lernst dazu, ich bin stolz auf dich. Ja, ich wollte zeigen, dass ich clever bin. Schon, warte, ich hole ein Ei. Hast du ein Ei? Ich hab kein Ei am Start. Ich bin ein Nuchus. Wie war nochmal Sachen wegnehmen, David? B, nee. Wenn ich gerade falsch gebaut habe? B und dann C. Ja, doch B und C. Soll ich das machen, okay? Na klar, du bist der Zuchtexperte. Ja, ich mach Beete, ich mach dies, das, alles, ist okay. Nein, Essen hat auch mit Zucht zu tun, Jusen, weil du musst nämlich essen, also du brauchst Torten später, um die zu paaren. Weißt du, und dafür brauchst du Essen. Oder Essen und Torten paaren die sich nicht. Außerdem hast du auch gesagt, du willst es ausprobieren, Kollege. Es ist etwas zu kühl, Jusen. Was machen wir? Es ist etwas zu kühl. Was tun wir?
Hast du Lagerfeuer denn im Bauen? Dann kannst du doch auch machen, Jusen. Das Ei stirbt, das Ei stirbt. Drück B, das Ei stirbt. Ich seh nicht. Die Glühbirne, ohne die Glühbirne hat Rüdiger nichts zum Wärmen. Und Rüdiger, ohne ihn hat die Glühbirne. Nee, ich bin drauf. Ich hab keine Beleuchtung, muss ich erst lernen. Bitte mach es. Beleuchtung, aber warum hast du kein Lagerfeuer gelernt, Jusen? Wegen Lagerfeuer, Lied, oh Gott, bitte bauen. Ich hab Schritt Angst, mit Ei stirbt. Der Dotter klebt an deinen Händen. Wieso tust du mir das an, David? Du musst es lernen, Jusen. Ich hab's gelernt. Ja, mach das, Digi. Aber ich hab Angst. Ja, stell's nicht zu nah, sonst verbrennt das Ei. Und wir wollen kein gekochtes Ei. Oh, das Baby schlüpft, das Baby schlüpft. Ah, es ist hart gekocht. Okay, David. Hart gekochte Babys. Er hat schon wieder Themen. Naja, wenn der hier unsere Pokémon-Eier kocht, weißt du, was steht jetzt mal da? Sehr hier? Angenehm steht da, also komm mal wieder runter auf deinen Trip, okay? Es ist sehr angenehm, nicht nur angenehm, sondern sehr angenehm. Verprüge ihn. Fühlt sich wie heimisch gerade, Dicker. Und du schreist mich hier an von der Seite. Als hättest du deine Periodas, Alter. Ich hasse dich, ich gehe. David, du kannst dich mal wegrennen. Schade, dass das nicht geht, ey. Ist doch egal, ob sie halt im Boden gebackt sind. Jo, das Ei dauert erstmal ein bisschen. Na, wie geht's dir, mein Hübscher? Hm? Süß bisschen, ne? Das Viech, was wir gefangen haben, ist scheiße. Was, das Eisvieh ist doch cool. Ja, und das hat einen Dreier-Bonus auf effizient Holz fällen, aber kein Holz fällen. Aber ist nicht nur das Kühlte Kühlschrank. Aber auf den können wir reiten. Und der macht gut viel Schaden, also wir könnten den auch als... vorne und wo ist denn hinten bei der Kiste? Und wie gesagt, der Kühlschrank funktioniert zumindest mal. Ach Mann, ich muss doch Rechtsklick machen. Okay, wir müssen das Viech selber fangen, dass sich das aktualisiert. Ich hab 5 Eier und Riesen, kannst du mal gucken, dass du vielleicht kochen lernst? Ja, was soll ich denn kochen? Weiß nicht, guck mal, wann die nächste Kochstation kommt. Wir brauchen eine Torte. Das ist bald Geburtstag oder was? Nee, um die Viecher zu vermehren. Gut, ich brauche noch 3 Level, ihr werdet überhaupt skillen können, aber jetzt nicht, spätestens morgen der Fall wird. Na. So. Oder use mal, welches Level bist du? Du bist Level 15, dann siehst du, dann kannst du dir doch schon mal die Mühle und so einen Quatsch angucken. Weil das ist nicht mein Mühle ist Essen den Mehl. Und Weizenfelder? Weizenfelder bedeutet? Ich kann Weizen anbauen. Ja. Und was machst du mit dem Weizen? Heizen? Okay, ich habe Weizenfeld und Mühle. Aufsichtskanzel, was ist das? Na, das ist glaube ich nur einfach Deko. Boah, ein Nikwit-Sattel, geil, den werde ich mir jetzt auch nicht mal machen. Was für ein Sattel? Den Vogelfieh-Sattel. Ja, guck mal, der kostet ordentlich viel Leder. Aktuell haben wir noch nicht so viel Leder, bitte. Ja, ich mache jetzt erstmal keinen, aber ich kann's machen. Du könntest es machen. Okay. Megasphäre können wir jetzt auch herstellen. Brauchen wir Metall machen, ist ja nice. Ja, deswegen machen wir das gerade auch mit dem Metall. Lernen wir es alle, oder? Diese Megasphäre sollten wir alle lernen, oder? Ja. So, meine Lieben, wir haben ein zweites Stockwerk. Da ist er. Sehr gut.
Habe ich hier nie vom im kleinen Balkon, aber das lasse ich hier hinten erstmal so, weil ich nicht weiß, was da wieder wegnimmt, wenn wir uns ausloggen und wieder einloggen. Und obendrauf kann man dann theoretisch auch noch weitermachen. Ich habe schon eine Reihe Kisten reingezogen. Wo ist der kleine Pinguin hier, der hat Hunger, ist bloß nicht meiner. Ja. Wo er weiterbauen kann. Aber Essen ist da. Hat er keinen Bock zu essen? Keine Ahnung, die. Oder du, oder ist er bei dir in dem Team mit drin? Der muss dich mal füttern kurz. Ich kann nur aufheben mit F. Kann ich nicht sagen, also meiner ist es nicht, würde ich sagen. Ich hatte keinen Level 16. Was denn? Pinguin, der hier Hunger hat. Der sagt die ganze Zeit, er hat Hunger. Kann man das Lagerfeuer irgendwie auch ausmachen? Ich glaube nicht, wieso? Ist es zu warm oder was? Es ist etwas warm, steht bei ihm. Müsstest du es vielleicht ein Stück weiter wegstellen? Kannst es ja ohne Sachen zu verlieren einfach wegmachen. Sind das eigentlich Stunden, die da angezeigt sind? Ich glaube ja. Ach, wirklich 4 Stunden? Oh. Ja. Dann ist das ja wirklich so wie bei Dings. Wollen wir vielleicht noch ein zweites Ei hinstellen? Ja, dann lass gleich 2 hinstellen. Und eigentlich, wenn man den Sandsack hier vorbaut. Aber dann machen wir gleich hier neben dem Feuer auf der anderen Seite. Kann man das da Stufe benutzen? Ich weiß gar nicht, ob es wäre. Mach ein bisschen weiter weg. Kleines bisschen weiter weg als das andere und dann weißt du es ja. So, ich dachte, du machst die Brut. Ich dachte, du stellst die Brutstation hin. Du hast die doch auch geskillt, Jusen. Du hast den lilanen Punkt dafür ausgegeben, also nutze diesen lilanen Punkt auch. Okay, ist da ja. Gucken. Du musst mal gucken, ob sich der Charakter vielleicht nicht festhält, deswegen und man da einfach hochlaufen kann. Du willst doch später der Mann sein, der unsere Tiere zum Liebe machen bringt. Das stimmt. Okay. Ja, es funktioniert. Mega. Ich hätte bloß vielleicht nebeneinander bauen sollen, oder? Oder man verschachtelt die so ein bisschen nebeneinander. Und ich musste jetzt feststellen, dass es nicht so wie bei Lego Fortnite ist, dass du quasi jede Station einzeln aufwerten musst, sondern wir werten einfach nur eine Station auf und es bezieht sich auf alle Stations. Ah, okay. Das heißt, wenn die Station eventuell Level 20 ist oder so, dann kannst du für jedes Lager, das du hinstellst, 20 Viecher einstellen. Mhm. Und ich hoffe, dass wir ab Level 20, also ich glaube alle jeden 10er Schritt, wenn es Level bis Level 50. Nee, das geht nicht, schade. Ich hätte gedacht, das könnte ich für die Tiere auch machen. Aber jetzt wäre eigentlich Priorität, dass wir Stufe 2 Mining-Typen finden. Jetzt geht's nur so. Ja. Damit wir das bei dem zweiten Lager ausbauen können. Achso, ja gut. Wenn du möchtest. Peiler, du bist gerade hier beschäftigt, wa? Nö, aber nicht mehr besonders. Ich versuche mir bloß was einfallen zu lassen, dass man hier besser rein und rauskommt. Deswegen baue ich diese Sandsackwände hier gerade hin. Und dann greift zumindest der Charakter bei uns, also klettert da nicht den Dings kurz hoch, den Absatz, sondern du kannst hochlaufen, ohne zu klettern. Ich hoffe, dass die Tiere das genauso können. Und dann kann man ja, hier einfach... Du musst immer ein bisschen Holz schnappen und Baumaterial, damit du Betten für die anderen... Die anderen machst bei der anderen Base, weil die meckern glaube ich schon rum. Ein Futtertrog brauchen wir glaube ich auch. Bei der anderen Base, okay, muss ich mir ja danach erstmal hinporten. Dann. Ja. Okay, das also man kann quasi die Bases, dadurch, dass wir 10 Leute haben, glaube ich, automatisieren. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Feld, ein Futtertrog. Das sollte eigentlich reichen. Feld und Futtertrog, dann machst du einen mit Bewässerung, einen mit Essen.
Und dann packt er die Bären immer in den Futtertrog und die anderen Viecher holen sich das. Ja, ich glaube, das sollte funktionieren. Mit 10. Und sagt er mir jetzt eigentlich überall überlappendes Objekt an? Was ist denn das gerade für ein Fehler? Du musst eventuell deine Viecher, die dir folgen, rausnehmen. Oder du musst mal die Olle, die mit dir rumfliegt, in dein Dings-Inventar, in dein Paar-Inventar packen, dass sie nicht draußen ist. Aber gerade eben hat es mich ja auch nicht gestört beim Sandsäckebohnen. Jetzt geht's. Wo ist ja, die Viecher sind manchmal bei dir in der Nähe. Deswegen beim Bauen solltest du die Geisterolle eventuell in dein Paar-Inventar packen. Wie ging's doch? Oder Lager. Jetzt wieder nicht. Mein Inventar packen, wie meinst du das denn? Naja, bei dem Teleportations-Station, dass du die Kurse aus dem, weil, wie gesagt, das ist das Blöde, dass du das Armband nicht ausschalten kannst. Deswegen musst du die aus deinem Team rauspacken. Gerade Nacht zufälligerweise? Es wird langsam dunkel, ja. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen um die Eier Angst. Gucken, was ich da jetzt reinnimmt. Das Ding müsste noch wunderbar funktionieren, aber rechts könnte. Wenn dunkel ist, würde ich gerne mal versuchen zu schlafen. Okay. Wenn die Nacht skippen. Also es ist zwar blöd, weil wir die Nachtviecher dann nicht fangen können, aber im besten Fall spawnt der große Geist gefangen. Der große Blaue wieder nach. Judith. Haben wir wenigstens schon mal mit allen möglichen Sachen angefangen? Dann gehe ich auf jeden Fall meiner Frau mal schnell Hallo sagen. Die ist endlich da, glaube ich. Und mache gleich einen Pipi-Gang und eine Kippenpause. Also denk mal, so 5 Minütchen werde ich brauchen. Und dann geht es hier auf jeden Fall weiter. Dann meint der David ja, ich muss zu unserem anderen Lager und da auch mal eine Hütte bauen. Na, Hütte nicht unbedingt. Aber ich naja, aber dass die einen Unterschlupf haben, oder? Mhm. Da muss doch eine Überdachung drüber, oder ist das ideal? Kann ich einfach auf dem Boden bauen? Kannst du einfach auf dem Boden bauen, die schlafen auch, glaube ich, draußen. Okay. Dokeli. Dann stelle ich mich hier neben unsere schöne Alarmglocke, die ich gebaut habe, wenn im Dorf Alarm ist. Jetzt sieht der Pinguin endlich was futtern. Ne, das ist ein anderer, Stufe 13. Hier lagen 2 normale Eier auf dem Boden, mit denen können wir aber nichts machen, oder? Außer essen. Ja. Uiuiui. Der Jusen fleißig am Brüten, ja. Ach so, von unseren Chickens. Sag das doch, David. Ja. Mhm.
Das Geräusch, wenn man auf den kleinen Elefanten klickt. Das ist doch genau wie aus der Sendung mit der Maus, der Elefant. Naja, vielleicht ein bisschen höher gepitcht. Okay, gut, wo wollen wir hin? Oder wo ist David? Also der Trick müsste wieder sein, dass du wie bei Valheim quasi in unserem Hauptlager die ganzen Sachen erstmal an eine freie Stelle baust und danach alle abbaust. Weil dann hast du genau die Ressourcen, die du dafür brauchst, im Inventar. Das heißt, du gehst jetzt raus in der Nähe vom Lager, suchst dir eine freie Stelle. Und baust quasi erstmal 10 Schlafplätze. Ein Futtertrog und ein Bärenbeet. Okay. Hin. Da wo du bist, oder was, David? Oh, oder was meintest du? Ja. Also hast du gemacht? Ich hab gedacht, hier muss ich's hinbauen bei dir. Nee, im Lager erst. Jetzt hast du die Ressourcen doch nicht davon. Ich habe jetzt was mitgenommen, deswegen. Okay. Achso, naja, wie gesagt, Trick ist eigentlich, dass du baust die ganzen Betten und alles mögliche, baust du ein Lager schon mal vor und danach machst du Abbaumodus und sammelst das alles ein. Weil wenn du es abbaust, kriegst du die Ressourcen in dein Inventar zurück. Und so kannst du die Sachen halt vorbauen, ohne dass du jetzt alles aus den Kisten nehmen musst, weißt du? Das hatten wir doch bei Valheim auch immer gemacht. Wo sägt denn... Ah, hier hört's auf. Also nicht in dem blauen Kreis bauen, ja? Außerhalb. Doch, im blauen Kreis musst du bauen. Sonst können die das nicht benutzen. Beziehungsweise spawnt weg eventuell. Muss ich bloß hier erstmal einen Platz finden, wo das geht? Dann mach ich einfach in der Mitte. Also es darf nicht mit den Steinen überlappen, deswegen sollte das nah sein. Deswegen mach einfach hier am Teleporter einfach die 10 Plätze hin. Oh, ich habe keine Faser mitgenommen. Da hattest du recht. Ja, deswegen, wie gesagt, einfach in der Hauptbasis die Sachen bauen, die du haben möchtest, dann baust du die alle ab, die Ressourcen droppen raus, hast du sie im Inventar, teleportierst dich rüber und kannst alles bauen, hast. Ja. Mach ich. Also 10 Betten, ein Futtertrog und ein Beetfeld. Du könntest gucken, dass du vielleicht noch so ein Heizbad machst, so eine heiße Quelle. Ich weiß nicht, wie das heißt. Doch, heiße Quelle heißt es. Aber ich weiß nicht, ob wir genug Saft haben. Jusen, wenn du möchtest, könntest du gucken, ob wir den Saft da bauen können. Ah, nee, da fehlen uns antike Teile für. Heiße Quelle habe ich noch nicht gelernt, David. Ja, mache ich gleich, aber ich habe hier gerade noch ein Eis zum Ausbrüten gefunden bei euch hier. So, heiße Quelle wird auch gebaut. Jetzt, wenn die aufgebaut sind, abreißen, meinst du? Genau, mit BC einfach abreißen, dann müsstest du eigentlich die Ressourcen im Inventar haben dann. Muss ich auch ein Feuer mitnehmen und bauen? Nicht, dass es denn kalt ist.
den Viechern ist eigentlich nicht kalt. Höchstens uns, aber ewig dauern, wie wir sterben. Natürlich kein Katzenvieh mitgenommen. David, kannst du mir kurz helfen? David? Wo bist du denn? Hier vorne. Ich muss mal was essen. Jo, darfst du auch recht. Was kann ich denn mal kurz geben? Meinetwegen die Fasern vielleicht. Ja, hat nicht gereicht. Jetzt so. Also zurückkommen, das sind ja eigentlich so schwer. Okay, muss ich aber erstmal hin ein Teil aufbauen und dann weitermachen. Achso, für den Entsafter müssen wir das muss ich das erstmal lernen. Hat doch Palder gelernt, oder? Nee. Ich habe Entsafter gelernt, aber wir haben nicht genug antike Dinger. Ja, damit ich das lerne, ja. Ja, oder hast du es auch nicht gelernt? Wenn du beim Lernen drin bist, siehst du unten links deine Punkte. Es gibt blaue Punkte und es gibt lila Punkte. Das ist Lernen. Wenn du drüber hoverst, sagt es dir das Rezept, was du dafür aufwenden musst, um das herzustellen. Okay. Nee, kann ich keinen Safter machen. Oder welchen hast du gemeint? Nee, ich mache so. Den Liga nimm den Safter. Ja, genau, das können wir aber nicht machen, leider. Ja, fehlen uns dann viele Teile. Wenn du Langeweile hast, könntest du auch zu uns kommen, Eisen hacken. Ja, sonst würde ich versuchen, woanders mich hinzuporten und ein paar Huckefischer zu sammeln. Was brauchen wir denn noch? Ja, eigentlich brauchen wir jetzt die fliegende Katze, die du hast, mehrere, weil das ist die eins oder andere, die halt, so eine Schildkröte ist, glaube ich, die halt Eisen sammeln kann. Bei Eisen, wie gesagt, ist unser nächstes Mittel, was wir massig brauchen. Sei es Pokebälle, sei es Equipment craften. Ach komm schon. Ist doch hier. Was habe ich jetzt noch schon mitgenommen im Futtertrog, ne? Ja, und ein Beetfeld. So ist das. Weil heute eigentlich 22 oder 23 Uhr? Hab ich jetzt Lisa gerade noch nicht gefragt. B, C, so. Yeah.
alle hart am Sleepen hier. Ist auch dunkel. Ja, und ein B-Feld fehlt jetzt noch und dann müssten die sich eigentlich selber versorgen. Diese Quelle hat er. So, da müsste jetzt alle da sein, David. Na, ist doch besser. Vielen Dank. Wird's jetzt langsam wieder hell? Ich kann kurz zurück teleportieren, schlafen wir. Können wir gleich aufmachen, wenn wir den letzten hier weg haben. Muss da einfach mit dem Speer zu, macht mehr Schaden oder was? Oder Picke schon kaputt? Nö. Bei uns hast du den Speer in der Hand. Jetzt ist es die Picke. Hat auch den Sound gemacht vom Speer. Wäre auch lustig gewesen, wenn es der von der Picke gewesen wäre. Seht ihr mich auf unten, ja? Das sehe ich nirgendwo auf der Karte. Ne? Bist du denn Jusen jetzt zu Hause oder? Ja, ich weiß es jetzt gerade nicht so genau. Achso. Na gut. Ach, jetzt darf er in sich. Es geht eigentlich im Moment immer so für Metall drauf. Oder Erz besser gesagt. Für Alice? Na, die zwei besseren Pokebälle, die brauchen ein Eisen oder einen Metallbarren. Das heißt, ein Metallbarren sind immer zwei Erze. Oh, okay. Unser Equipment würde ich jetzt gleich nochmal herstellen, wenn wir genügend haben.
Ah, ich hab's immer noch nicht gemacht. Seid ihr im Lager? Ihr kommt sofort ins Lager. Ich will das. Heiler, du bist hier. Komm jetzt sofort, jetzt hier schnell. Hier hinten die Statue. Quatsch die an und upgrade den Scheiß. Also nicht deine Viecher upgraden, sondern deine Fangchance. Jusen, wo bist du? Du bist tot, du suchst dein Zeug, okay. Einfach immer erhöhen, ne? Ja. Wo seid ihr in der Base Base, ja? Okay, ne. Fehlen mir jetzt wieder zwei für die nächste. Ich hatte nur vier, glaube ich. Ne, ist richtig. Das wird immer mehr, aber das sind diese grünen Viecher, die du quasi in der Welt siehst und aufsammeln kannst. Okay. Und die erhöhen deine Fangchance. Bin von da. In der Base? Okay. Hier. Hinten, hier in hinten in der Nähe hin. Ja. Da kannst du auch deine Viecher verstärken, aber das würde ich erst sparen, bis wir das nächste Mal. Okay, ich konnte einfach einmal klicken, ne? Ist normal. Judith. Sie alle rumwuseln. Machen wir jetzt. Hier kann man rüber zur anderen Insel. Ja. So. Mal Essen halt noch, Bälle halt noch. Klamotten. Wollen wir nochmal losziehen oder was? Ein paar neue Monster fangen? Keiner redet mit mir. Ja, falls ihr Bock habt, können wir mal just for fun, jeder mit so einem Feuervieh ausgerüstet, mal da reingehen. Wir lassen unseren Loot hier, aber gehen wir da in die Höhle nochmal rein. Achso, schön bewaffnet. So, ja, ne, die sind jetzt mittlerweile nur Level 13, also sollten wir hinkriegen. Können wir oben nochmal kurz ein Ei? Hier ist noch ein Ei aufgeklappt. Aber ja, macht euer Inventar leer, holt euch essen. Eine Dungeon um die Ecke, ja. Da können wir in der Höhle, ja. Heißt denn Inventar leer? Na, nur Essen und Waffen. Ja, ne, Waffen legst du nicht ab, aber das nur Essen und Pfeile. Und Essen, Pfeile, Bälle. Oh. Okay, ich mache mir mal eine kleine Extra-Truhe hier hin, eiskalt. Kann ich Drohnen überhaupt herstellen? Nein, muss ich jetzt leer. Wenn noch jemand Pfeile braucht, kap 155. Nehmen wir dann zurück auf. Wissen, ich habe ein düsteres Jumbo-Ei gefunden. Auch geil. Mach das mal hier in meine Kiste, die ich gerade in die Beta hinstelle. Und wie du verkackst das Ei. Wenn es hart gekocht ist, dann koche ich dich hart. Okay. Haben wir soweit geklärt. Ja. Das machst du nicht mehr heute, das machst du wirklich, wenn du dein Auge drauflegst. Und okay, er auf jetzt. Und so, sonst leg ich dir eins auf Auge. Du setzt mich unter Druckus. Okay. Also, meine Fische kann ich hier nicht rein, weil...
Sind wir denn alle so weit gleich? Ja. Warte kurz, ja, aber ich denke. Okay, Pfeile bräuchte ich, ne? Und Pinkel muss ich auch immer nehmen. Oder hast du schon gemacht? Hab ich schon. Nee, David! Bist du David? Ja, mein Essen dauert ewig und lass vorher in den Dungeon noch gehen. Also bist du erst nach dem Dungeon das Essen machen, ja? Nicht dazwischen. Klar, wunderbar. Auf seine Verantwortung, Alter. Mit Tierchen rein oder ohne? Na, mit dem Feuertierchen. Achso, willst du eins haben, Pfeiler? Oder hast du ein Feuertierchen? Nö, nee, hab ich nicht. Brauchen wir das, ja? Ja, das ist ein guter Extrakämpfer. Wie gesagt, da sind gleich Gegner. Ich leg dir mal ein. Hatte meinen Elefant sonst doch mal kurz. Sonst nimm das, was da drin ist, Pfeiler. Und ich setz das einfach. Okay. Gegen die Buschigen wird aus. Wie gesagt, versuch mal deine Viecher erstmal, die du so immer mitnimmst, erstmal jetzt nicht. Nur Kämpfer. Wir brauchen jetzt nur Kämpfer und Gewicht. Nimm noch so ein, zwei Katzen mit und dann ist okay. Und halt das Feuervieh, was ich dir gerade gegeben habe. David, du hast auch so ein Feuervieh oder denkst du dir, nee, brauche ich nicht, weil ich bin besser als User? Ich bin sogar so besser als User. Nicht alleine rein, David. Achso, kurz mal 4 drücken. Greif in seinen Gegner, okay. Greife denselben Gegner an alle eingestellt, ne? Genau. Dungeon betreten und go! Und go! Wie gesagt, die sind hier gleich feindlich, Leute, Alter. Die fangen nicht nach Tickets und so. Nach Ticket und so. Gefällt mir. Die ficken dich gleich. Ja, die fragen nicht, wie es dir geht. Oh, hier gibt's große blaue Steine. Ja, ja, mhm. Wir können die können wir gleich machen, aber hier sind wir noch Gegner. Ja, da hinten. Alter. Wo kam der jetzt her, Alter? Der ist hinter mir. Hinter uns. Ja, hinter dem Stein. Ne, ne, da hinten sind noch welche, oder? Sind meine Pokémon da? Ich muss kurz was snacken, Leute, warte kurz. Der David ist schon mal hart am Hämmern. Da hinten fliegt irgendein Vieh in der Luft. Kalamari, Killamari. Ich kann es ja gleich mal anschießen. Seid ihr bereit? David? David, bist du ready? Bin ready. Der kommt gleich zu uns, glaube ich. Einer? Ich hoffe, nur einer kommt. Oh, einer ist tot. Okay, passt auf ein bisschen. Okay. Ich nehme erstmal die Viecher aus dem Angriffsmodus wieder raus, wa? Nein. Achso, das ist einer, die gar nichts rausmacht. Ich glaube, wir sind ein bisschen overskilled für den Daten sogar schon. Dann passen wir jetzt ein bisschen auf. Gehen wir mal lieber mit Axt rein, statt mit Pfeil und Bogen. Ba
Wasser klickt der richtig. Richtig blechernd. Aber wenn man reinspringt, ist richtig blechernd und das Abtropfen ist auch voll. Naja. Könnt die Typen auch versuchen einzusammeln. Oh, hier sind sie. Echt? Okay. Die kann man nicht einfangen. Manchmal. Ach, hast du einen Gefangenen in einem Pokéball oder was? Ja. So wie Colin. Da oben ist was. Aha. Mal gucken. Nee, doch nicht. Ist nur ein Pilz. Das sah von da unten aus wie eine blaue Truhe. So eine Scheiße. Oh, hier ist ein Saal. Ja. Schaut verdächtig danach aus. So, er ist erstmal groß und leer. Hinten geht's weiter. Ach du Eier. Hier geht's auch runter. Ich glaube, da soll man nicht runter. Mau. Okay. Die sagt, am besten nicht töten, versucht zu fangen. Deswegen Axt und holt eure zwei Viecher rein wieder. Oh ja, hier sind irgendwelche Katzenviecher. Jetzt mal einen anschießen, vielleicht kommt er zu uns. Warte mal kurz. Okay, das war ich, sehr gut. Was ist mit dir? Ja, trotzdem beide gehittet, aber es sind nur zwei. Ich hab versucht zu fangen, wie gesagt. Oh, ich mach gut Aua. Sind jemand? Die anderen beiden gefangen? Ja, hab ich. Ich bin mal ganz so viel Leben. Hast du einen Elefanten bei? Nee, den habe ich jetzt aus Versehen weggepackt, weil ich die Feuerkatze nicht genommen habe. Die Ball geworfen und die war tot. Die Feuerkatze hat angegriffen. Wieso Feuerkatze? Okay, meine war es nicht, meine war drin. Oder war es eine random Feuerkatze?
Ich glaube, das ist meine, die da fast halb tot ist. Na, warum hast du die nicht eingesammelt, als ich gesagt habe, die zwei Dinger rein? Hab ich vergessen. Dann musst du doch jetzt rein. Ja, was ist das für ein... Ich bin was Sims oder was? Ein Kussball. Ich hab feuerfeste Unterwäsche bekommen. Hellrüstung, Bauplan und ein Rubin. Ach, hier kann man nur das Dungeon verlassen, okay. Na, dann lass mal zurückgehen. Da waren noch blaue Dinger. Blaue Dinger? Blaue Steine. Oder ich gehe schon mal raus und ihr holt die blauen Steine und in der Zeit mache ich mir was zu essen. Aber ich sehe keine blauen Steine. Die waren noch am Anfang, die sind ja überlaufen. Das heißt, wir, dadurch, dass es einen Ausgang gibt, müssen wir die am Anfang immer leider gleich abbauen. Weil sonst musst du halt immer wieder zurücklaufen. Ja gut, aber können wir doch einfach rausgehen, am Anfang wieder reinspawnen. Ist doch bei uns in der Base. Warte, ich probier's. Ja, hast recht. Aber wir haben nur noch 8 Minuten, also ich baue noch schnell mit ab. Aber kann sein, dass immer einer drinnen bleiben muss, ehe man am Anfang startet. Okay, Perl, du bleibst ja drinnen. Du rollst ja gerade dahin, ne? Ich laufe, ja. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Okay, also. Man kann wirklich rausgehen, aber... Sollten wir trotzdem vielleicht einfach am Anfang abbauen. Weil wenn auf der Mitte des Weges oder so die Dinger sind, dann spart ja auch keine Zeit. Na, hier draußen wird gerade auch wieder neue gespawnt bei mir. Die baue ich auch gleich mal ab. Da baue ich erst genau. Weil nach 8 Minuten weiß ich nicht, ob du dann noch reinkommst. Der Dungeon ist immer nicht immer da. Nicht immer. Oh, hier ist Schwefel, das hat man noch gar nicht. Achso, Schwefel ist glaube ich für Munition. Oder? Soll das eigentlich sein? Pilze oder so? Auf Schwefel sollten wir uns dann mit Level, wenn die Basis auf Level 20 ist, konzentrieren. Wie hoch kann man denn die Basis leveln? Ich glaube mindestens bis 30. Okay. Beziehungsweise würde ich sogar vermuten, dass man die bis Level 50 machen kann. Das ist halt die Frage, ob man die Viecher, die man pro Level dazu bekommt, ob das sich weiter steigert. Aber ich glaube nicht, dass du 50 Viecher pro Base haben kannst. Hm. Frage? Nächste Frage. Aber ich glaube, wenn du so 5 Basen hier erstellen kannst, und 20 Viecher eventuell pro Basis hast, das würde eigentlich passen. Mhm. Also ich habe auf dem Rückweg hierher nicht weiter groß gesehen. Da vertraue ich bei, ja. Viele leuchtende Pilze, aber sonst. In 8 Minuten, obwohl in 8 Minuten geht der Dungeon weg. Dann muss man gucken, wann ein neuer spawnt. Aber die Base ist eigentlich ganz gut gewählt, weil die...
Wir könnten auch uns noch mal zum Turm teleportieren, war glaube ich auch ein Dungeon. Der hat keinen Cooldown, da können wir jederzeit immer rein. Nee, nee, die Dinger haben Cooldown, also die sind oft da. Aber es kann auch sein, dass du manchmal ein paar Minuten kein Dungeon hast. Dann guck mal, das Ding läuft jetzt in 4 Minuten aus, dann verschwindet es. Antike Teil, Bauteil haben wir da bekommen. Ist. Ah, Weizenfeld können wir nur bauen, wenn wir auch Weizensaat haben. Okay, okay. Was habe ich bis jetzt noch nicht gefunden? Oh, Jusen, ich hab den Kochtopf. Ah, Feuerdrüsen brauchen wir. Ah, haben wir. Kann man Baupläne irgendwie lernen? Wie lernen? Fellrüstung, Bauplan 1. Warte, guck uns zu. Kann bloß so nicht draufklicken, da passiert nichts. Hab das mal eine Kiste. Das könnte sein, dass wir irgendwann später so eine Werkbank haben, wo wir das reinpacken können. Pilot, du hast schon wieder 5 Punkte. Verteile die mal bitte. Immer noch nur Gewicht oder was? Da hängt es wieder davon ab, wie oft du die Katzen einsteckst. Also wenn du die Katzen oft einsteckst, dann brauchst du nicht mehr auf Gewicht gehen, ansonsten gehst du erstmal auf Leben, bis du 1000 Leben hast. Obwohl du doch, steck mal alle Punkte in Leben, dann hast du 1000 Leben. Okay. Weil die Katzen bringen bloß pro Katze 50. Kann ja so schon 600 tragen. Katze bringt 100. Aber nur wenn ich eine draußen habe, ne? Wenn ich die im Team habe, ist es egal. Ne, wenn du 5 Katzen im Team hast, habe ich 1000. Okay. Oder 75. Aber auf jeden Fall mehr als 50. Die FIFA habt ihr noch nicht gebaut, ne? Weil die Katzen, die ich eingesammelt habe, die können Goldmünzen ausgraben. Das sind ja clevere Katzen. Die Farm, die haben wir da schon. Das ist doch da eine Ecke, da wo die ganzen Eier sind. Kann ich da auch Tiere aussetzen? Nee, ich muss sie denn da ins Dings reinsetzen, Mann. Du setzt sie ins Hauptlager und die. Nee, Viehfarm weiß ich gar nicht. Ob das das gleiche ist. Aber die Katzen sind meistens eh beschäftigt, aber wir haben glaube ich eine Katze im Lager. Den haben wir im Lager, ja. Dann setzt deine Katze ins Lager. Hast du eine andere Katze oder hast du diese Kativa? Diese schwarze Mau. Die hast du gefangen. Ja, zwei. Und das Geile ist weiblich und männlich. Na, dann. Und wie gesagt, die. Tauscht die gegen den Affen. Der grüne Affe. Aber so gute Frage. Da steht halt nur für Schafe, Hühner und ähnliche Monster. Na, aber wenn in der Beschreibung steht Viehfarm, dann sollte das eigentlich passen. Jetzt sonst auch noch eine zweite bauen können. Wir können auch noch eine zweite Farm bauen. Aber ich glaube, da sind 2 bis 3 mal drin. Boah.
Muss ich 2 Minuten darauf einhämmern, nö. Das kann später ein anderes Vieh machen. Na, sonst schmeißt eine Katze dagegen, dann arbeitet die ja die ganze Zeit dran. Cool, ja. Du sollst jetzt bloß nicht aus dem Lager gehen. Also nicht über die blaue Kreislinie. Genau, weil dann rennt er zu dir. Und dann ist er nicht mehr am Arbeiten. Arbeit. Richtig. Mehr Arbeit. Arbeit ist richtig und wichtig. Alles für die Firma, alles für den Chef. So, kein Herr. Eigentlich mit Tierchen, die ihre Arbeit nicht noch gehen. Austauschen? Also gnadenlos ausgepeitscht? Eine Peitsche gibt's hier, glaube ich, nicht. Auch das jetzt von unten fertig, das ist Sinn. Du bist fleißig. Ich halte mich fest an der Luft. Bist du Spider-Man? Scheiße! Das häng ich hier drin. Geisterman. Wo ist eigentlich Lars? Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe gedacht, der kommt dazu. Hm. Er klang vorhin noch sehr interessiert an dem Spiel. Und jetzt ist er alleine und es ist 22.05 Uhr. Verstehe auch nicht. Ah, wird schon was zu tun haben. Oder am Ende doch kein Glück mehr. Oder zumindest. Oder er gibt uns die ganze Zeit zu und lacht uns aus. Ja. Aber ey, ich hab gerade 10 Goldmünzen durch die Kasse gefunden, Alter. Krass. Bis zum Mal. Das ist nice, ja. Ativa oder was? Oder Mau? Mau. Mau. Er ist ja auch knuffig. Hast du gesagt, oder David? Wo war der hin? Hast du so ein wandernder Händler, oder? Der kommt halt manchmal nicht. Ist okay, weil wir haben über 2000 Gold, das ist schon nicht verkehrt. Also ich habe bis jetzt zumindest keinen festen irgendwo gesehen. Hoppala, das wollte ich nicht. Ne, ich hatte bis jetzt auch nur diese wandernden Händler. Und die waren ja am Anfang, wo wir gespawnt sind. Cool, ja. Wo wollen wir denn noch hin? Wir könnten uns noch mal da Richtung Turm teleportieren. Da war auch noch mal ein Dungeon. Aber ich glaube, das ist der gleiche wie hier. Wäre jetzt aber nicht so schlimm, weil blaue Steine fehlen uns auf jeden Fall eine ganze Menge. Das Dungeon würdet ihr auch zu zweit schaffen. Also wenn ihr möchtet, könntet ihr euch auch zu zweit zu dem Turm teleportieren und da den Dungeon machen.
wir gerade schon mal gemacht hatten, meinst du? Genau, ich glaube, da ist nämlich immer der gleiche. Also auch so ein Level 12er, 13er Dungeon. Na, Palle, wollen wir es probieren? Meine Güte. Also da, wo unsere zweite Base ist, oder beim Turm? Ne, beim Turm direkt. Diese Festungsruine, ja. Ja, ob es eine Festungsruine ist. Da, wo der Turm ist. In welche Richtung muss ich denn, wenn ich oben drauf stehe? Na, da, wo der Teleporter... Also ihr hättet euch unten zum Teleporter auch teleportieren können. Also direkt unten beim Teleporter, oder was? Hm. Nein. Den du gebaut hast, oder was? Nee, hier. Welche? Den wir gefunden haben, in dem Turm. Aber du siehst mich gerade nicht, oder, Paul? Du bist vielleicht ein bisschen nee. Hoch. Nee, ich bin nicht da, wo du bist. Und warum nicht? Entspann dich. Bin da. Angriffsmodus erstmal aus. Nee, wir kämpfen jetzt in dem Dings. Weiß doch gar nicht, was da für Viecher drin sind. Kann ich die gleich gerade eben. Na okay, dann gucken wir mal. Ja. Schon welche. Jo. Achso. Wir versuchen die jetzt zu fangen, wa? Mhm. Nein, das war eins zu viel. Okay, ich hab. Oh, was bist du denn da? Ich nehme mal mit. Oh, warte, dich nicht. Hast du, ja? Geil. Oh, muss gucken, ob er drin bleibt, sonst muss man nochmal mit der Picker hauen oder nee, so. Der war fast tot. Der wird bestimmt gut buddeln können und sowas. Ja. Dann müssen wir wohl erstmal weiter, Yusi. Oder kann ich das hier nicht nachgucken? Ich weiß gar nicht, welche Nummer der hat. Keine Ahnung. Guck mal später. Okay. Sieht doch ein bisschen anders aus, also, oder? Bei dem ja, davor hat man nicht vier okay. Wege. Ich würde sagen links. Und zuerst. Ah, hier ist noch so ein komisches Vieh. Jo. No. Na, 1 zu 1, 100% der gleiche Dungeon wird es nicht sein, aber von dem von gleichen Typ her. Oh, jetzt ist er down gegangen. Schade. Okay, läuft man hier bloß einmal im Kreis? Alter.
Ja. Das ist schon da eklig. Ja, wir sind jetzt gerade ein bisschen woanders, glaube ich. Wir sind ja jetzt einmal so wie so ein U-Grad gelaufen. Bis hierher. Alter, hier ist noch was. Oh, da ist ein Schatz. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich guck mal, ob hier oben drauf noch was ist. Also, ich denke mal, dann war es das hier vielleicht schon. Ja, sonst ist hier rein gar nichts mehr. Hier oben ist nichts mehr, sagst du? Ne. Ich hab zumindest auf Entfernung nicht gesehen. Ja. Wieder. Jusen. Hänge ein bisschen in der Luft. Kannst du mir mal helfen? Echt jetzt? Kommst du da nicht runter? Leertaste? Ja, doch, doch, klar, komm ich runter. Ja, jetzt können wir nochmal hier links runter. Oh, ja. Ja, geradezu und links noch, ja. Also, genau. Geradezu sehe ich sogar von hier aus schon ein Vieh. Komm mal zu dir. Also auf jeden Fall noch so ein Buddelfieh. Geht das wieder gleich wie vorhin in der anderen Höhle? Oh, da ist ein Gegner. Jo. Ach, warte mal, auf Angriff umstellen bei denen, ne? Wo kommen wir nicht hoch? Wir sollten einfach hier stehen bleiben. Kämpft mir gegen was anderes. Wieder ausstellen. Och mon. Dein Feuerfieber war dein. Na, ich hab's doch gerade ausgestellt. 2 Sekunden vorher habe ich auf den Befehl gedrückt. Naja, aber wenn die so. Die schießen vorher so eine dicke Kugel und die fliegt halt eben. Die ist das Problem. Da ist doch eine Falter. Ja, warte mal, ich wollte noch gucken, ob hier irgendwas ist. Ja. Lag hier vorne noch irgendwas?
ist wirklich nichts. Hier sind bloß die Gegner gespawnt, ne? Und sonst ist hier rein gar nichts. Oder alle Gegner, ja. Müsste da vorne auch wieder der Ausgang kommen, oder? Ne, ne, hier sind noch ein paar Sachen zum Abklopfen. Ja, ich habe so einen Schwefelstein gefunden. Schwefel? Schwefel. Schwefel. Oh, da sind noch zwei. Hier sind noch zwei andere Steine, ja, genau. Achso, die Rookies machen das Video, hab ich noch gar nicht gesehen. Schaffst du es bald, oder? Oh ja, die kommen hier nicht hoch. Ich hab ihn in die Felswand geschossen, ja. Jusen. Jetzt packt er in der Felswand rum. Wo ist er hin? Jetzt ist er wieder raus. Oh. Macht er. Na, stirbt. Nee, ja, ein schön peinlich an seiner Stelle. Okay. Hier war noch die Schatztruhe. Gehen wir. Das längste Stein machen, Alter. Oder machst du schon? Ich bin links neben dir. Okay. Kannst du beim Schlagen die Kamera ein bisschen drehen, dann siehst du. Aber jetzt, sorry, wenn ich dich jetzt erst mitgekriegt habe, ich habe gerade nicht so aktiv auf den Chat geguckt. Okay, aber mehr ist denn hier wohl auch nicht. Ach doch, da unten ist noch einer. Pilot, kannst du hier noch abbauen? Bin ich schon ein bisschen überladen. Ich würde mich jetzt auf dem Weg nach draußen machen. Achso, super. Alter. Dann hat es ja gepasst, dann habe ich es ja instinktiv doch irgendwie mitbekommen. Was sagst du, Yusi? Oh, kann den kann ich nicht abbauen, ne? Nee. Ich will mich jetzt mal rausbegeben. Kannst du mir auch ein bisschen was geben, Jusen? Dann kannst du wirklich schon mal schneller laufen. Kannst du noch was tragen, Falle? Ja, so um die 300. Abwerfen, oder? Ja. Einer muss hier drinnen beim Pfeiler, das heißt. Ja, ich bleib hier drin. Guck mir schon mal den letzten Weg an. Weil da hinten war jetzt. Oh, hier, warte, ja. Hier sind noch Gegner, können wir versuchen reinzufahren. Ja. Du machst fertig. So mit Ohren. Ich muss mal kurz mein Headset absetzen zum Essen. Dann ist dein so Vieh, was wieder angegriffen hat, Jusen? Jo, alles klar, der Sitz. Dann bin ich in 5 bis 10 Minuten wieder da. Bis gleich. Jo. Dann dein Pfeil da, ja. Da hinten ist noch eins. Oh, sorry. Vorhin wurden geballert. Ha!
war schneller. Der ist meiner. Oh, war wirklich deiner, oder? Ja, ja. Wenn du keine Anzeige siehst, Paladin, dann ist es meiner. Oh, da sind Gegner, ja. Ist okay, Usi ist tot. Ich war mir nicht sicher. Achso. Stimmt, hier nach rechts geht's ja auch noch. Rechts geht's und hinten der andere Weg noch. Dann gehen wir erstmal durch, oder? Oder erst den anderen Weg. Wir haben noch zwei andere Wege. Den hier und da vorne nochmal. Was sind das für Viecher? Gut, erstmal Angriffsmodus rausnehmen. Der ist schon gemacht, aber. So. Uachs! So, erstmal den großen schnappen oder erstmal die kleinen? Na, erstmal den großen, würde ich sagen. Ja, die kleinen rennen schon weg. Jetzt kommen nur die anderen, Alter. Oh, kannst du mir kurz hochhelfen, Pfeiler? Bringt der mich dann nicht um? Okay, es dauert ein bisschen, ja. Ich bin jetzt auch gleich tot. Gehen aber auch nicht weg von dir, ne? Ich bewege mich gerade ein bisschen weg von dir. Ich muss jetzt mal versuchen, hier hinten hin zu locken, dann komme ich wieder zu dir. Na, ich bewege mich, wie gesagt, du bist gerade in deiner Richtung. Ja, kannst du ja machen, aber der Dude, der soll mal da weg von dir. Also ich habe noch ein paar Sekunden, also noch 50 Sekunden, also versuch dich noch ein bisschen wegzulocken. Hier ist so diese eine Fackel. Renn weg, bevor du aufstirbst, Digga. Boah. Ey, der macht ja One-Hit. Ich bin auch down. Oh, fuck. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann müssen wir gleich erstmal dahin laufen. Wie gesagt, sie greifen nicht an, wenn wir nichts tun, Gott sei Dank. Ah, die Großen darf man nicht unterschätzen. Ich finde das Spiel geil, weiß. Also, bis jetzt finden wir das eigentlich alle sehr geil. Da oben wieder hin zu dem Dings, oder was? Jo. Zu unserem Lager, das obere war. Genau. Müssen wir ja eh dann nochmal neu reisen. Aber bis jetzt macht's mega Spaß. Und von hier aus müssen wir jetzt wieder zum Turm reisen, Jusen. Oder halt nach unten gleich zu dem Eingang. Das ist sehr stark wie Pokémon und so, aber... Was liegt denn da? Ist das schon dein Stuff oder was? Versuch gerade rauszufinden. Was meins und was deins ist. Aber es ist unser Stuff für alles, wa? Ja. Ja, sammeln wir erstmal alles ein und dann
Kann ich ja im Stream gucken, was meins war, so ungefähr. Ich glaube, das, das hier war meins. Und meine Pokémon habe ich auf jeden Fall, Monster halt auf jeden Fall auch. Okay. Ja, das sieht auch noch mal ein Stuff aus. Ja. Ah ja, stimmt. Waffen gibt es hier später. Warte, kann ich dir zeigen. Technologie, wenn man hier ablevelt. Warte. Gehen wir mal wesentlich weiter nach unten. Hier. Sturmgewehr, Schrotflinte. Ja, die Sachen kommen später alle noch. Wenn man Level 50 unten irgendwann erreicht hat. Und der Rest ist halt wirklich wie ein Pokémon. Wenn man sich ja auch die Tiere anguckt, ne, hast du halt die Attacken, die du dann auswählen kannst. Positive und Nachteile und Vorteile. Ganz normale Attacke, Leben und was sie halt noch handwerklich und so drauf haben. Ja, also ich finde es eigentlich sehr geil. Also wer generell sowas wie Pokémon und so noch nebenbei mag, da passt das ganz gut mit dem ganzen Survival-Aspekt und so. Du, Yuzi, denn Attacke wieder rein? Oder erstmal wegbringen? Wegbringen, wa? Damit wir leer nochmal reingehen können. Ich werde wegbringen, aber hier sind noch ein paar blaue Steine, Pfeiler. Können wir gleich mal mitnehmen? Wann bin ich denn blöd? Wo ist denn die Picker? Glaube ich jetzt schon in dem Stream von gestern und heute das böse P-Wort bestimmt schon 30 Mal gesagt. Ja. Aber eigentlich darf man ja sagen, es ist wie, ist ja eigentlich nicht verboten. Das macht man ja auch bei anderen Spielen. Ich habe dich gerade auch nicht unterbrochen bei Weiß, weil du hast es ja erstmal erklärt. So. Deswegen dachte ich mir, okay, ich halte meinen Mund. Sonst wäre die Pokémon-Shell wieder rausgekommen. Das habe ich selber auch gesagt, Chess. Ah ja. Rubin, Alter. Okay. Reparieren. Bin ich hier gerade noch irgendwo heilt worden? Oder halt mich da gucken aus Versehen? Nee, da halt mich wohl da gucken. Also, ja, Pals, so nennt man die. Ja, da hast du recht, Pal ist ein altes Fernsehformat. Ja, ja, da hast du recht, Pal ist ein altes Fernsehformat. Kenne ich von früher auch noch so. Ja,
Ich versuche jetzt mal Monster zu sagen. Aber hier wird es als Pal, ja. So, wieder da. Habe ich was verpasst? Nee. Also eigentlich nicht. Dann wir sind absolviert. Passt, ja. Wir müssen noch mal rein. Ich habe Essen, habe alles bei, das habe ich bei. Wir waren voll. Rüstung reparieren? Habe ich schon. Wir waren voll bis oben hin, David. Ich war gerade auch voll bis ohnehin. Kennt ihr das, wenn ihr eine Sache so lecker findet, dass ihr das einfach stopft, ohne zu kauen und dann so langsam die Luftröhre runterrutscht? Na, nicht die Luftröhre, die Speiseröhre, meinst du? Wenn es die Luftröhre runterrutscht, würdest du übel husten. Wahrscheinlich dran sterben wir, was in deiner Lunge drin ist. Nee, war schon die Luftröhre, es war so gut. Das ist einfach dieser Druck auf der Brust, das meinst du, oder? Ja. Wenn ja. du das halt nicht richtig nicht richtig isst und einfach nur schluckst. Ich hab schon viel gekaut, aber es war so lecker, dass man das einfach... Ja, auf jeden Fall, das hatte ich 6-mal. Hat sich zwischendurch angefühlt wie so ein Herzinfarkt, aber... kenn ich. Das war's auf jeden Fall wert. Ich würde am liebsten noch ein Essen, weil dann weiß ich, dass mein Magen reißt und dann lande ich halt noch in der Notaufnahme und weiß nicht, ob die gutes Internet haben, bis ich Fallwood spielen kann. Ich treff's nicht. Sollte ich auch haben. Sehr schön. War das der gleiche Dungeon oder? Also, nein, nicht ganz. Da waren Elemente ausgetauscht. Ja, gut, bist du noch also da, Jusen? Sind noch 14 Minuten. Die Höhle ist nicht 1 zu 1 gleich, aber es Höhle der Hügel, das meine ich. Also ja, aber wir hatten jetzt nicht die Katzen zum Beispiel da am Ende mit dem großen Vieh, sondern wir hatten da, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, halt so eine blauen Viecher, keine Ahnung. Warte mal, die fangen? Habt ihr die gefangen? Nee, wir sind draufgegangen. Ihr seid drauf gesagt. Mhm. Wenn er zweimal angreift, bist du gleich tot. Ja, genau. Taschenmonster mit bloßen Händen verkauft. Oh, die Gegner sind auch wieder da. Na, dann müssen wir unsere Viecher mal rausrufen. Warte, komm. Schön. Nehmen wir einen Angriffsmodus schalten können. Sehr intelligent ist der nicht. Da hinten glitzert was. Achso, sind auch nicht wieder Steine zum Abbauen. Ach, da hinten. Ja. Attacke meine Viecher! Mal sagen, Jusi, lass mal eher weiter durchlaufen, bevor wir jetzt hier abbauen. Weil vielleicht, damit wir wenigstens das große Vieh noch kriegen können. Da sind wir da gerade zu gewesen, ne? Aber hier nach rechts können wir auch noch, da hinten sind auch noch welche. Ja, da waren wir auch noch nicht, ja, ich schon. Aber dann pack lieber dein Feuervieh ein, nicht dass er ihn wegkillt, oder? Muss halt 10 Minuten warten. Ja, ich meine, es kann am Anfang mitkämpfen, man muss bloß dran denken, dass man es dann halt wegnimmt, ne? Ja. Oh, jetzt sind's Affen.
Naja, dann fahren wir uns einen großen. Aber, warte mal. Ich würde sagen, wir warten kurz, bis sie sich ein bisschen verteilt haben und dann schießen wir den Außenstehenden an. Ich probier's mal jetzt, ja? Ja, mach mal. Ja. Alter! Okay, komm, Alter. Lass erstmal ein paar weg. Oh, okay, ich bin down. Okay. Die sind doch noch ein bisschen heftig. Kommst du zu mir gekrabbelt? Ja. Ja, da sollten wir vielleicht doch lieber zu dritt drauf gehen. Wir packen jetzt alle unsere dicken Viecher aus und müssen dann halt schnell sein, die Bälle werfen. Oh, schießt du auf mich? Weil Dex kann. Okay. Kommen die hier schon langsam angedackelt oder laufen die auf der Stelle? Oh, die Kleinen rennen weg. Jetzt noch ja, der Große können... vor uns. Ja, ich habe auch nicht mehr so viel Energie gerade. Ich versuche es einfach. Meine Energie ist voll, okay. Ich lasse meine Viecher aber jetzt mit angreifen. Ich habe ihn angegriffen. Eins habe ich schon mal weggenommen. Andere nehme ich jetzt auch raus. Okay, ich lieg auf dem Boden, aber vielleicht fange ich das Pokémon. Na, sonst werfe ich gleich nochmal. Ja, okay, ich hab's. Komm her. Ja, ich komm. Aber ich hab das böse P-Wort gesagt. Na, oh weia. Dann können wir uns die anderen Kleinen auch noch schnappen. Ja. Ah, die machen gut Aua mit ihren Angriffen, also. Keine Pfeile mehr. Oh. Okay, war zu spät. Aua! Bleib doch stehen! Kleiner Affe. Was ist deine Affe? Ist hier tot auf dem Boden liegt. Ach nee, K.O. Siehst du, Jusen, haben wir doch geschafft. Ja, wir haben ein paar Äffchen. Und da hinten ist der Ausgang, dann können wir gleich nochmal zurückgehen und nochmal gucken. Ein wildes Jusen-Krabbel da, ja. Ich glaube, den Monsterball wurde noch nicht erfunden, damit ich einen Jusen fangen kann. Vital-Amulett gefunden. Okay. Schlaues Technik-Handbuch gefunden. Okay. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da die ganzen Bücher und Schriftrollen zu sammeln, ja? Die Baupläne. Okay, ist ja nichts weiter, Jusi, dann können wir eigentlich eiskalt... Guck mal, hier ist was. Ah ne, das ist ein totes Äffchen. Okay. Das ist ein totes Äffchen, ja. Können wir eigentlich zurücklaufen und dann nochmal nach links. Ein paar Minuten müssten wir ja noch haben. Was passiert eigentlich, wenn die Zeit abläuft, David? Sterben wir dann oder werden wir einfach rausgeportet? Das wird respawned, denke ich, alles, ja. Ich glaube, wir werden rausgeportet und dann ist es gefällt. Oh, okay. Da muss man so ein bisschen drauf achten, wie bei Escape from Tarkov. Na, wie gesagt, einen Weg haben wir noch, Pfeiler. Ah, ja. Schon mal da. Heißt jetzt hier links.
Wo sind die Gegners? Hey, hier stand auch vorne überall Gegner. Oder sind wir jetzt doch falsch gelaufen? Ist keiner mehr. Also es gibt zwei Steine zum Abbauen. Jo. Das gibt's. Und Schwefel. Wieso hast du Weizenfelder schon hingestellt? Ne, oder? Nee. Ich dachte nicht, dass man braucht Weizenfelder dafür. Was reicht hier? Dann bauen wir das noch schnell ab, bringen das zurück und dann ist mehr oder weniger Feierabend für heute. Ja. Klingt doch gut. Haben sich hier schon ein paar lustige Sachen einfallen lassen. Dieser Feuerfuchs, der da vorne steht, den kannst du, wenn du den so gesagt einen Sattel oder sowas in der Art Druck machst, zwar nicht reiten, aber du kannst ihn als Flammenwerfer in der Hand nehmen und dem wie mit dem Flammenwerfer schießen. Warte, ich kann es dir mal reiten, zeigen. Reiten, fliegen geht er auch. Wenn du willst, kann ich es mal zeigen, Peiner. Naja, machen wir. So, hast du so eine Hand? Hand? Kannst du dich bewegen und dann... Nee. Schön. Er fragt gerade, die müssen es nachladen, am Schwanz ziehen. vielleicht. Ja, höchstens nochmal hier gucken, Peiter, vielleicht ist es auch gerespawnt. Ich bin echt am überlegen, aber hier sind wir glaube ich hergekommen. Hier ist nichts weiter. Ja. Dann gehen wir zurück. Ist bei dir noch was? Nee. Und Schwefel. Den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Drütteln und drütteln. Bist du noch rausgegangen? Nee, du stehst da ja rechts, oder? Nee, du bist doch gleich fertig, oder? Nee. Kann ich ja schon mal rausgehen, oder brauchst du mich noch? Hab's gleich. Okay, dann geh ich schon raus. Das lassen wir jetzt so einfach. Nimm nur Schwefel und die blauen mit. Denn würde ich sagen, haben wir es. Plongi, plong plong.
Hä? Okay. Davon habe ich gar nichts bei. Ne, da war richtig. Scheiße, das hätte ich auch woanders hin sortieren müssen. Das war nämlich, glaube ich, hier. Genau. Die Pilze vom Kühlschrank. So mit Uhr. Judith. Dann haben wir das mal. Tabelle könnte ich mir vielleicht noch. Obwohl. Oh. Herstellen für das nächste Mal. Pfeile sollten wir noch genug haben. Jo. Essen alle dabei. Armbrust. Ich kann natürlich theoretisch auch irgendwann schon bauen. Aber eigentlich funktioniert mit dem Bogen bis jetzt noch ein Sieg, ne? Mit dem Dreierbogen auf jeden Fall, also. Weiß auch nicht, muss man für Armbrust denn extra Bolzen bauen? Ich glaube, da sind Armbrustbolzen daneben. Guck mal daneben. Meistens auf der gleichen. Damit lassen sich mühelos Pfeile verschießen, steht da. Aber wenn man damit die gleichen Pfeile verballert. Standarddinger, dann würde sich die Überlegung vielleicht lohnen. Ja, das kostet nur 10 Neger, das ist. Können wir beim nächsten Mal mal gucken. Das war der. Wir mal schnell durch, was wir bis jetzt schon hatten. Wenn du 3 drückst, dann siehst du, wo die spawnen. Mhm, ich weiß. Also kann man hier auf Habitat gehen. Sind sie ja schon. Okay, cool.
zusammen machen, geht's schneller. Ich habe gerade gesehen, man kann die Elfchen als Sturmgewehr nutzen, Alter, ist ja gruselig. Dann kannst du ein Sturmgewehr geben, ja. Es gibt eine Mod für das Spiel, weiß, wo du als Ash mit den ganzen Pokémon-Trainern hier im Spiel und alle Pal gegen Pokémon ausgetauscht wurden. Da gibt's eine Mod. Würde ich bloß nicht machen wollen, weil dann brauche ich mich nicht wundern, wenn man gesperrt wird oder was weiß ich nicht noch passiert. Also kann ja eigentlich nichts passieren. Aber kann man sich runterladen und spielen. Mit der Pokémon-Mod. Ja, cool. Alle dabei? Achso, ich wollte ja hier nochmal bei meinem Monsterchen reingucken. Was wir da hinausgeschickt haben. Wasserratte. Der ist nicht besonders. Wild. Plus 20 Angriff. Das ist ja noch bad. Harte Nehmen, Verteidigung. Gar nichts. Katze. Blitzschnell. Cool, ja. Der. Arbeitsvieh. Arbeitstempo hoch, Angriff hoch runter. Ich habe zwei Weizen sammeln können. Ich glaube, wir brauchen mehr. Oh, krass. Wo hast du den gefunden? Oh, keine Ahnung. Okay. Ja. Hey, lassen wir mal schön sein. Na, Judith. Dann an der Stelle, meine Lieben, verabschieden wir uns für heute. Habt noch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Nachgucken. Wenn es später auf YouTube läuft, fürs Abonnieren, lasst bitte gerne ein Abo da. Würde uns sehr helfen. Auch gerne ein Like oder ein Dislike. Oder auch ein Kommentar, was man besser machen kann oder ob alles schon ganz cool ist. Ne? Wenn ihr Fragen habt, haut auch gerne mal Fragen rein. Und dann bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Wie gesagt, Donnerstag fällt aus. Dafür haben wir gestern nicht streamt. Wann wir die Woche nochmal streamen, sage ich euch auf Facebook oder Instagram, wenn denn. Na dann, sagen wir bye bye oder was, Leute? Yo, haut da rein. Ciao, ciao. Schönen Abend euch. Bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder heißt, S&G präsentiert. Das ist dein Video. Aber nimm mal nur G. In dem Fall nicht. Ja. Alles klar. Haut da rein.